Was ist denn passiert? Herrgott, nur mal. Der Brunner leiht mir ja seinen Traktor nicht mehr, wenn da was zählt. Teufel, nur mal. Was ist denn da los? Pass auf, Vater, dass du nichts geschieht. Aber gerade heute, wo ich mit dem Ackern fertig werden soll. Geh, reg dich nicht auf. Du weißt doch, ich muss morgen dem Brunner den Traktor zurückbringen. Der schlagt mich ja, wenn er nicht mehr geht. Soll den Franzl rufen, der kennt sie aus. Ah, geh du mit deinem Franzl. Find den Fehler schon selber. Schau. Da fehlt doch was. Aber man es doch gleich denkt. Gewiss hat der Mistbub wieder seine Hand im Spiel gehabt. Da. Alles lass da liegen und stehen. Franzl. Komm runter. Franzl. Ja, ich komm schon. Das hast du von deiner Gutheit. Kaum dreht man sich weg, spielt der Bub mit dem Motor herum. Ich werd's ihm geben. Geh, Vater, ist er der Leidenschaft für deinen Buben. Franzl! Die Einspritzdüsen war verrußt. Ich hab den Fehler gleich rausgefunden. Na, mach schon, mach schon. Ich brauch den Traktor. Na, hörst du, wie geht's gleich anders geht? Halt! Jetzt ist Schluss. Du schau, dass du deine Arbeit kommst. Da geh ich mit dich. Und wenn du mir da noch einmal was anrührst, dann geh ich rauf und hau dir den ganzen Krempel weg. Und du hast auch nichts zu tun? Da gehen wir, gehen wir. Franzl, was hast denn? Oh, nix. Lass das nicht verdrießen, Franzl, wenn der Vater wieder böse war. Ich war heute so gern mit dem Traktor gefahren. Schau, ich ärger mich auch. Gerade heute ist er so. Mir scheint, da wird nichts aus dem Feuerwehrball. Ach so? Auf das habe ich ganz vergessen. Schon die ganze Woche freue ich mich drauf. Möchte so gern hingehen. Geh, Franzl. Red du mit der Mutter, dass den Vater wieder auf gleich bringt. Ich rede schon mit der Mutter, dass wir alle miteinander gehen können. Ich hab's ja gewusst. Auf dich kann ich mich verlassen. Wo ist denn der Franzl? Zu Hause ist er. Ah, grüß dich, Franzstöcher. Servus, Brunner. Da kannst du dich grüßen, du Lauser. Grüß dich, Brunner. Na, nicht nur bloß doch. Extra feines Platzl reserviert. Grüß euch, gut alle miteinander. Grüß euch. Ein Liter Wein, aber den besten. Mehr krieg ich Bier. Ja, gell. Ja, grüß dich, Gointler. Grüß dich, Bruno. Du warst wieder in der Stadt? Ja, ich hab mir neue Maschinen angeschaut. Was ist mit meinem Traktor?
Hoffentlich hast du nicht hingemacht, Fuentner. Ich sag's ja allebei, so einen Traktor sollte man gar nicht herleihen. Sonst zahlt man nur drauf mit seinen Gefälligkeiten. Na, aber sonst tut es ja eh nicht. Du meinst, wir haben den Traktor geschenkt gekriegt? Und sonst ist er tot. Nicht einmal der. Morgen in der Früh steht der Traktor wieder auf deinem Hof. Ja, ja, steh nur hin, du. Na, gerne. Gehen wir tanzen? In der Wirtschaft, da muss alles ganz modern werden. Elektrische Melkmaschinen schaffen wir an. Und in der Küche, da muss alles elektrisch werden. Und ein Badezimmer lassen wir einrichten. Für die Weiberleute extra eins. Da können sie umeinander spritzen. Ja, und den Klaus, den schicke ich auf die landwirtschaftliche Schule, damit er was lernt, der dumme Kerl. Dass er sich auskennt mit den ganzen neumodischen Sachen. Und dann soll er sich eine Madel nehmen, die was mitbringt in die Wirtschaft. Ja, ja. Das ist jetzt ein Blog mit den Buben. Keiner will ein Bauer werden. Und der meinige schon gar nicht. Immer hat er nur seine Motoren im Kopf. Aber Auto fahren, tut er wie ein Alter. Keine Aufregung, meine Herrschaften. Erst einmal zahlen. Ich will ja nicht um mein Geld kommen. Ja, auf die junge Weiber hast du schauen können, aber auf meinen Wagen aufpassen nicht. Ich schaute wieder endlich, du Hirsch. Zurück da, zurück.
Vielleicht finde ich noch eine Spur. Was könnte das für Fallot gewesen sein? Ja, sieh einer aus der Stadt. Aber beruhigen Sie ihn, Herr Brunner. Sie kriegen den Wagen bestimmt wieder zurück. Bei uns ist alles tadellos organisiert. Ja, ja, die Siege. Ich mach sofort eine Zirkularmeldung. Ja, ja, du mit deiner Zirkularmeldung. Schau, dass du meinen Wagen wieder herbringst. Notieren Sie bitte. Aero 30 N3007. Farbe grün, Innenlenker, links gesteuert. Ja, links gesteuert. Mutmaßlicher Täter. Ja, da tapp ich noch im Dunkeln vorläufig. Bitte schreiben Sie einstweilen unbekannter Täter. Der Besitzer des Wagens, Leopold Brunner, Schöndorf. Ein Moment bitte. Stören Sie da nicht, Frau Pointner, ich hab grad so ein wichtiges Amtsgespräch. Wissen Sie denn gar nicht, was geschehen ist? Im Brunner sein Wagen haben Sie gerade gestohlen. Wegen dein Kummi, ja. Ich glaub, der Franzl ist. Was sagen Sie? Der Franzl? Moment bitte, da ist etwas sehr Wichtiges. Reden Sie schon, Pointnerin, was ist denn los? Sie wissen doch, Herr Grenn, da war schon mal so eine Geschichte mit einem Motorrad, wo er den ganzen Tag weg war. Aber er ist doch wieder heimgekommen auf die Nacht. Und er wird auch jetzt wieder kommen. Gehen Sie bitte, machen Sie keine Anzeige. Momentl. Hallo? Ja, dieses, ich darf im Dunkeln können Sie streichen. Ich habe soeben den Täter eruiert. Notieren Sie, Pointner Franz, 15 Jahre alt, österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Schöndorf, Nummer? 65. Sohn des gleichnamigen Landwirtes. Größe. Wie groß ist denn der Franzl? Jesus, das Unglück. Wie groß wird er denn sein? Bis daher wird er mal halt gehen. Jesus, das Schande. Größe 168 cm. Bitte geben Sie die Meldung auch durchs Radio weiter. Meine, durchs Radio. Jetzt wissen es alle Leute. Jawohl, Ende. Achtung! Eine Durchsage. Gestohlen wurde in Schöndorf, Niederösterreich, ein Aero 30, polizeiliches Kennzeichen N3007. Innenlenker, Farbe grün. Mutmaßlicher Täter, Franz Pointner aus Schöndorf, also bitte steht doch 15 Jahre das Radio alt, ab. Man kann 1,68 sich nicht in Ruhe groß, dunkelblond. Ja, du hast recht, unser Dauerwellenpräparat war Mist. Das ist gar nicht zu leugnen, denn Frauen sind die Haare ausgefallen. Schrecklich. Ja, ja, ich kenne eine. Hoffentlich kommt nichts davon in eure Zeitung. Ja. Mein Chef wäre sehr dankbar, wenn du ein bisschen... Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber sag, hast du mir eine Rasiercreme mitgebracht? Ja. Ja, wenn ich schon eine frisierte Reportage über eure Kosmetikfabrik schreiben soll? Nein, das fiel unter das Kapitel Bestechung der Presse. Aha, der Jurist meldet sich. Leider nicht, sondern nur der geplagte Sekretär. Aber zeig her, was du geschrieben hast, bevor es in Druck geht. Du kannst dir vorstellen, dass den gestern etwas sehr interessiert. Hm? Gar nichts zu tun, meine Herrschaften. Es ist wirklich noch nichts los. Er wird schon kommen. Sagen Sie sie mir. Ja, bitte. Haben Sie die Durchsage nicht gehört? Wie? Hm, sie sollten schon längst hinter der Sache her sein. Wieso? Sie suchen doch immer noch Sensationen, da haben Sie eine. Meinen Sie den Bauernbuch mit dem Auto? Na, selbstverständlich. Warum sitzen Sie nicht schon längst in Ihrem Wagen und fahren nach Schöndorf? Muss es denn immer ein Mord sein oder ein Gangsterüberfall? Ja, verstehen Sie denn noch immer nicht. Na. Das Motiv will ich wissen. Warum stiehlt ein Bauernbusch ein Auto? Das ist fantastisch. Amokfahrt durch Niederösterreich? Das mache ich. Ich habe ohne dies heute noch keine Zeile verdient. Dann wird es aber Zeit für Sie. Ja, ich bin auch schon weg. Na, komm, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Also heißen Beinbruch. Ja, danke. Du hast ja eine schönere Beschäftigung als ich, bei dir ist immer etwas los. Guten Abend. Guten Abend. Ja, aber dabei habe ich kein Privatleben. Du, ich komme nicht einmal dazu, ein Rendezvous abzusagen. Du bist ein so nettes Mädel. Tu mir den Gefallen. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Du wirst sie kennenlernen. Du gehst hin, entschuldigst mich bei ihr und sagst, es handelt sich um einen Kriminalfall. Hm? Komm. Also, servus. Ah, Harry, und gute Fahrt. Und bitte erledigt mir das, ja? Ja, gut. Und die Adresse? Jesus, die Adresse. Schreib auf, bitte. Also? Monika Seiler. Monika Seiler. Troststraße 44. Thank you.
Sie wollen mir zeigen, wenn man Kinder erzieht? Ausgerechnet Sie? Das ist ein Loch. Warum haben Sie den Buben so geschlagen? Was geht denn doch Sie an? Ihnen müsste man die Fürsorge auf den Hals schicken. Herr, vielleicht ein Schritt an Ordnung, Familienvater. Frau Seiler, Sie haben ganz recht gehabt. Sie sind doch Fräulein Seiler. Ja? Kommen Sie zu uns? Ja, ich soll Ihnen etwas ausrichten. Ja, bitte kommen Sie herein. Dass du dich auch fortwährend um fremde Kinder kümmerst, Monika. Wir haben doch genug eigene Sorgen. Bitte. Besuch ist da, Mutter. Darf ich mich vorstellen, Bergmann? Ich freue mich sehr. Sie haben ja eine nette Nachbarschaft, Frau Seiler. Was wollen Sie denn schon wieder? Das eine möchte ich Ihnen sagen. Hätten Sie lieber auf Ihren eigenen Bruder aufpasst, dann wäre nicht eingesperrt worden. Ah, Schand fürs ganze Haus. Überhaupt mischen Sie noch nicht in meine Angelegenheiten. Geh lieber was arbeiten, statt dass wir unsere Steuern leben. So, jetzt ist mir leichter. Hab ich dir? So eine Unverschämtheit. Mir ist das alles schrecklich peinlich, Herr... Bergmann. Herr Bergmann. Wir haben nämlich ein Unglück in der Familie. Einen ungeratenen Sohn. Ja, das ist eine allgemeine Zeiterscheinung. Jetzt nach dem Krieg ist das kein Wunder. Ich kenne das. Ich habe auch einmal mit solchen Dingen zu tun gehabt. Haben Sie auch so einen Fall? Bitte. Nein, nein, ich wollte einmal Jugendrichter werden. Deshalb. Ach so. Wie ich noch Lehrerin war. Jetzt bin ich ja schon in Pension. Da hat es so etwas nicht gegeben. Auch, dass ein junges Mädchen nicht ihren Beruf ausüben kann. Was ist sie denn? Gelernte Kindergärtnerin. Aber sie bekommt keine Anstellung. Dann muss man ihm umsatteln. Das habe ich ja auch machen müssen. Aus materiellen Gründen. Aber sie tut es nicht. Aus purem Eigensinn. Ich kann sagen, was sie... Nein! Weil ich meinen Beruf liebe. Oh. Entschuldigen Sie, Herr Bergmann, aber Sie wollten mir doch etwas ausrichten. Ah ja, richtig. Mein Freund Harry musste aufs Land fahren. Er soll da irgendetwas über einen 15-jährigen Buben, einen Autodieb, in Erfahrung bringen. Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Da müssen Sie schon den Vater fragen. Kommen Sie bitte. Vater, da ist ein Herr mit einem Auto kommen, der will mit dir reden. Also Sie sind der Vater. Ich freue mich. Simmel ist mein Name, Harry Simmel. Kommt von der Zeitung, von der Weltpost. Aha. Ja, sagen Sie bitte, haben Sie an Ihren Sohn eigentlich schon früher irgendwelche gefährliche Neigungen entdeckt? Kleine Diebstähle, nächtliche Abenteuer und dergleichen? Gottes Willen, was wollen Sie denn? Schau, dass Sie in die Kirchen kommst, Toni. Na, geh schon. Herr Poeta, schauen Sie, Sie müssen mich recht verstehen. Ich suche das Motiv. Für jedes Delikt gibt es doch gewissermaßen ein Motiv. Und für das Ihres Sohnes interessiert sich unsere Zeitung ganz besonders. Gottes Willen, wird doch nicht der Bub noch in die Zeitung kommen. Mutter, komm runter. Ist in Franzlacht was passiert? Weiß man schon, wo er ist? Ah, die Mutter. Haben Sie vielleicht an Ihren Sohn irgendeine besondere Beobachtung gemacht? Ich meine, so einen Trieb, einen abwegigen Hang bemerkt. Was soll ich bemerkt haben? Irgendeinen Trieb. Ich weiß nichts. Ist dir was aufgefallen beim Franzl? Ich weiß auch nichts. Die Motore hat er heute immer im Kopf gehabt. Ah, Motore. Sehr interessant. Bitte schön, stellen Sie vielleicht da her. So, die Mutter folgt auch gleich nach. Du verschwind. Nix ist, nix ist. Der Traktor gehört gar nicht mir, den muss ich heute noch zurückbringen. Und fotografiert wird überhaupt nichts auf meinem Hof. Nach der letzten Meldung soll der Bub ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt sein. Ja. Anscheinend ist er auf dem Nachhausweg. Am besten Sie fahren gleich meinen Posten nach. Ja, danke schön. Na, auf Wiedersehen. Sie können gleich losfahren. Thank you.
Klar. Ausgeschlafen? Hab keine Angst. Ich bin nicht von der Polizei, ich bin von der Zeitung. Ach so. Ja. Gehört der Topolino Ihnen? Ja. Gefällt er dir? Ja. Wie schnell geht er denn? Rennwagen ist ja gerade keiner mehr, aber fahren tut er noch. Sonst kennen Sie mir ein Benzin leihen. Leider, mein Freund. Ich komme selber, höchstens bis zur nächsten Tankstelle. Oje. Wohin fahren Sie denn überhaupt? Nach Schöndorf. Nach Schöndorf? Zu deinen Eltern. Wenn du willst, bringe ich dich hin. Und was geschieht mit dem Wagen da? Es könnte doch einer kommen und ihn stehlen. Du bist ein Schlauger, mein Lieber. Also komm, ich werde dich jetzt anhängen. Du, der Gendarm wird sich giften. Entschuldigen, Herr Reporter, haben Sie ein Seil da? Ketten sogar. So, ja. Wie viel? 5 Liter für den Wagen da. Wie viel macht's? 21 Schilling. 21 Schilling? Oje. Jetzt habe ich mein Geld im anderen Anzug vergessen. Aber warten Sie einen Moment. Jo. So sind 10. Moment doch. 13, 16, 19, 19. Oje. Hast du vielleicht 2 Schilling? Moment. Er schaut noch. Ja. Einer. Ist 20. Wäre sehr unangenehm, dass ich Ihnen den Schilling schuldig bleiben muss. Aber beunruhigen Sie sich bitte nicht. Ich bin nämlich von der Presse. Ach so. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, sowas. Du bist verhaftet. Ja, warum denn? Red nicht so viel, gehen wir. Moment, Herr Spektor, und was wird aus dem Wagen da? Hm? Ja, richtig. Das Corpus Delicti muss ja auch noch sichergestellt werden. Herr Spektor, bitte, bleiben Sie einen Augenblick. Verhaften Sie mal den Buben da noch einmal. Ich möchte gerne ein nettes Foto von Ihnen. Mischen Sie sich doch in die Namenzahlung da hinein. Augenblick. Ortsgendarm verhaftet 15-jährigen Autotyp im Beisein unseres Reporters Harry Simmel. So, einer. Ja, machst du keinen Blödsinn da. Hängen Sie lieber den Wagen an. Das haben Sie ja vorhin sehr gut getroffen. Ah, da kann ich ja gleich wieder fahren. Ja, aber ohne Motor, mein Lieber. Jetzt kommst du mit zur Gendarmerie. Da werden wir das Auto vorhin schon abgewinnen. Ja, schau nur. Das wirst du schon sehen. Herr Brunner, bestehen Sie weiter auf der Anzeige? Ja, Herr Kommandant. Recht muss recht bleiben. Wo kommen wir denn sonst hin? Na schön. Professor Franzl, wir bezweifeln nicht, was du gesagt hast. Aber jetzt erzähl einmal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das Auto zu nehmen? Ich weiß nicht. Es ist da gestanden, der Schlüssel hat gesteckt und da habe ich halt fahren wollen. Sonst darf ich es ja nicht. So eine Ausrede kennt jeder Dieb haben. Mein Franzl ist kein Dieb. Sag einmal, Franzl, hast du dich schon immer zu den Autos hinzogen? Ja, schon wie ich ein kleiner Bub war. Wissen Sie, nach dem Krieg, da waren doch überall die vielen Fahrzeuge auf den Feldern. Da bin ich oft hingegangen und habe geschaut, ob so ein Motor nicht wieder gehen könnte. Gar nicht in die Schule hat er mehr gehen wollen. So gefreut hat ihm das. Dafür hat er Automechaniker werden wollen. Das möchte ich auch heute noch. Aha, verhinderter Mechaniker wird zum Autodieb. Wollen Sie damit sagen, dass ich ihn dazu gemacht habe? Aber Herr Buindner. Ich hätte ihn ja gern was lernen lassen. Aber ich bin ja nicht der reiche Herr Brunner, der seinen Sohn auf die landwirtschaftliche schickt und sich Maschinen kaufen kann. Das sind unsere Maschinen. Aber ausleihen kommst du zu mir. Also Ruhe jetzt endlich. Ja, weil es wahr ist. Franzl, pass auf. Ich nehme jetzt zu Protokoll, du hast den Wagen nicht stehlen wollen, sondern nur fahren. Sehr richtig, nur Gebrauchsdiebstahl. Danke für die Aufklärung. Ja, was ist denn das? Das heißt, er wollte den Wagen nicht behalten, sondern er wollte ihn nur benutzen. Ach so. Schau, Franzl, wein jetzt nicht. Ich habe meine Vorschriften und an die muss ich mich halten. Muss den ins Kreisgericht abliefern. Sie können ihn gleich mitnehmen. Jawohl.
haben Sie nicht den Burm da gesehen? Was ein Burm? Der da gesessen ist. Nein. Warten Sie einen Moment. Fixen einmal. Also fahren Sie weiter. Hinter meinen Rücken sich so reinschwindeln, das habe ich nicht gern. Komm lieber nach vorn. Wo wirst du denn wohnen? Bei meiner Tante. Wo wohnt denn deine Tante? Gleich bei der Kirche. Bei was für einer Kirche denn? Na, die am Hauptplatz. Ach so, beim Hauptplatz. Du wirst aber lang suchen müssen. Warum denn? Weil du gar keine Tante hast. Schade, dass so ein netter Bursch wie du solche Raubersgeschichten erzählt. Also, wenn du bei mir bleiben willst, musst du schon die Wahrheit sagen, was mit dir los ist. Du kannst es ja noch überlegen. Wie du dir das vorstellst, am Posten kriegen. In was für ein Märchenbüchel hast du denn das gelesen? Ich habe mir gedacht, wenn man was kann und seine Sache versteht, dann können sie ihn doch brauchen. Hast du eine Ahnung, wie viel da herumrennen, die man brauchen könnte? Das verstehe ich nicht. Na pass auf, das ist doch ganz einfach. Wenn weniger zum Arbeiten ist, braucht man weniger Leute. Dann haben die übrigen nichts zu tun. Kapierst das? Ja. Aber warum ist denn so wenig zum Arbeiten? Ja, das verstehe ich auch nicht. Man muss schon die Herren von da oben fragen, die damit zu tun haben. Du bist gut. Da hast. Weißt, heute muss man schon etwas ganz Ausgefallenes können. Dann verdient man sich sein Geld. Siehst, da hat einer ein Seil über den Donaukanal gespannt. Da ist er rübergegangen, mit einer langen Stange. Die Leute haben geschaut. War auch ein Arbeitsloser. Kann man den noch sehen? Nein, der hat schon alles überstanden. Der ist schon lange abgestürzt. Siehst, der hat ohne Netz gearbeitet. Das war ja das Ausgefallene. Dafür haben die Leute gezahlt.
Die haben ihn nur gewartet, dass er runterfällt und sich erschlägt. Dann ist passiert. Samt seiner Tochter. Aber komm, gehen wir. Zum Naschenmarkt. Dort verdienen wir uns ein Frühstück. Wir sind fertig. So, da habt jeder was. Na, viel ist das aber nicht. Was wollt ihr denn noch für die paar Kisten? Wollen Sie vielleicht noch was zurück? Aber geht. Die will uns ja nur ausnützen. Einen richtigen Markthelfer muss sie viel mehr zahlen. Komm, gehen wir. Weißt, das ist überhaupt keine Arbeit für mich. Ich müsste einen Lehrstil finden in einer Werkstatt. Dass du mir endlich Ruhe gibst. Ich zeig dir eine. Wirst ja sehen, dass nichts ist. Das muss man erst beweisen. Mein Vater hat das auch immer gesagt. Zwei paar Würstelgledigste, bitte. Dein Vater ist ja gescheiter als du. Wirst ja sehen, wie es auf dich warten. Ein Lehrstuhl? Das kostet mir ein Locher. Zähne sind schon auch mit bei mir. Von lauter gute Freunde Buben. Und nicht einen einzigen kann ich einstellen. Herr Obermechaniker, können Sie mir schon 100 allein? Ihr redet keinen Blödsinn. Ich werde schon was finden. Aber ohne mich? Pass auf, ich sag da was. Das gehen wir jetzt verdoppeln. Komm, gehen wir. Na, so dummelt die schon. Na, gehen wir schon. Nixi. Pass auf. Bin neugierig. Werden wir sehen. Schon besser. Was sagst du jetzt? Ihr schaut euch den an. Na, lass ihn auch. Bravo, dem Kerl. Ja, danke. Luna! Polizei! Rennt schon, rennt's. Was ist denn los? Renn weg. Ich glaube, es wird jetzt viel Zweck haben. Aber trotzdem, ich werde mit dem Chef reden. Warte ein bisschen. Ja, was fällt denn denn da ein? Der macht ja gerade, dass er bei uns eingestellt wird. Frechheit. Bitte, ich will nur sagen wollen, dass ich arbeiten will. Na ja, vielleicht heutzutage bald einer. Aber wir können die wirklich nicht brauchen. Ich muss das schon woanders probieren. Ach, so geht das nicht. Das ist ausgeschlossen. Viel zu viel. Also ich gebe was drum, wenn ich jetzt wüsste, wo der Lauser steckt. Das ist im Augenblick ganz uninteressant. Herr Doktor, wenn Sie so weitermachen, bleibt von meinem ganzen schönen Artikel wirklich nichts mehr übrig als der Titel. Der Autodieb aus Leidenschaft. Sie denken immer nur an die Überschriften, an die Aufmachung. Natürlich müssen wir unsere Zeitungen auch verkaufen, sonst meutern die Geldgeber. Aber hier hätten wir endlich einmal die Möglichkeit, an einem packenden Fall das ganze Jugendproblem aufzurollen. Verstehen Sie denn das nicht? Aber Herr Doktor, Sie sind ein viel zu guter Mensch. Die heutige Jugend taugt einfach nicht mehr. Zu meiner Zeit, da war das ganz anders. Auch heute will die Jugend etwas leisten, Frau Nowak. Aber es gibt keine Arbeitsplätze und keine Lehrstellen. Die Jugend begeistert sich für die Technik, aber sie hat keine Möglichkeit, etwas zu lernen. Ich gehe schon. Meinen Artikel schreiben Sie und ich suche inzwischen wieder einmal den Ausreißer. Für Sie, damit Sie neues Material für den nächsten Artikel haben. Suchst du jemanden? Ja, ich suche den Herrn Simmerl, bitte. Den Herrn Simmerl? Ich glaube, der ist da reingegangen. Es ist anzunehmen, dass der 15-jährige Autodieb aus Schöndorf in seiner Angst vor Strafe ziellos durch die Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Na, das ist gar nicht so. Ich suche den Herrn Simmerl. Und der sucht dich. Ja, Frau Nowak, rufen Sie ihn sofort zurück. Na, komm mal her. Na, du bist mir der Richtige. Schmeißt mir einfach alles über den Haufen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Artikel?
Zuerst muss was mit dem Buben geschehen. Sag einmal, was hast du gemacht? Hast du einen Hunger? Ja. Da ist. Danke. Na, mich trifft der Schlag. Sowas? Das ist doch unglaublich. So, wie kommst denn du da her? Ich wollte zu Ihnen, Herr Simon. Ach so. Und wo bist du die ganze Zeit gesteckt? Wir haben ein bisschen Wiener angeschaut. Wiener hat er sich angeschaut, oder? Was machen wir jetzt, Herr Doktor? Ja, das werden Sie schon sehen, Herr Simon. Ich werde das in meinem neuen Artikel auseinandersetzen. Spannen Sie ein neues Blatt ein, Frau Novak. Und Sie rufen inzwischen die Polizei an. Aber Herr Doktor, wir können ihn doch nicht der Polizei ausliefern. Na, dann bringen Sie ihn eben gleich ins Kreisgericht. Da sollte er hinkommen. Nein, ins Kreisgericht morgen nicht. Der Bub gehört nur einmal ordentlich durchkaut. Nein. In meinem Artikel werde ich zeigen, wie eine Zeitung helfend eingreifen kann. Also komm. Da hol dich wieder raus, komm. Fahrst du jetzt mit meinem Auto? Also jetzt warte ein bisschen, Franz. Musst den da drinnen erst präparieren, damit du einen guten Empfang hast. Ja, vielleicht sind's böse auf dich. Du Ausreißer. Also, Wäsche machen. Warte. Herein. Also, es ist alles in Ordnung. Du gehst jetzt rein, sagst die Wahrheit und dann kann dir nichts passieren. Komm. Ich hol dich schon wieder raus. Servus. Dankeschön. Herein. Mach's gut. Komm dann her. Also, du bist der Autodieb. 15 Jahre. Ganz schön. Früh begonnen. Bitte, es war nur ein Gebrauchsdiebstahl. Ach, so einer bist du. Du kennst dich ja sehr gut aus. Das war also nicht das erste Mal, das mit dem Auto. Nein, im Motorrad bin ich auch schon mal weg gewesen. Und da hat dich der Gendarm auch gleich erwischt? Na, gleich nicht. Erst, wie ich wieder heimgekommen bin. Aha. Also mehrfacher Gesetzesverletzer. Was sagt denn dein Vater zu solchen Sachen? Der hat's nicht gern, wenn ich mich mit Fahrzeug abgib. Das glaube ich, noch dazu mit solchen, die nicht euch gehören. Wir haben ja nur 100 Pferd. Und die haben dich wenig interessiert, was? Und das Frühaufstehen, das hat auch nicht gepasst. Aufs Feld gehen. In Weingarten? In Weingarten hat immer die Tonne gehen müssen. Aha. Schlau und arbeitsscheu. Pointner Franz, das genügt mir. Du weißt doch, was jetzt mit dir geschieht. Mhm. Ins Gefängnis kommst du. Wo du hingehörst. Weißt du, warum ich nicht auch kommen kann? Hm. Dann musste ich übrigens noch den Franzl ins Kreisgericht bringen. Du stehst dir vor, der Dr. Musil, bei dem dein Bruder war, hat sich sofort seiner angenommen. Um Gottes Willen, der Musil? Ja. Wie existiert denn der noch? Musil? Das war doch der Direktor der Besserungsanstalt, der nach dem Skandal dann abgesetzt wurde. Ja, und der ist jetzt Abteilungschef im Kreisgericht. Immer die alte Geschichte. Dort wird einer hinausgeschmissen und da setzt man ihn wieder ein. Warum hast du den Bum nicht zu mir gebracht? Ich hätte ihn bei uns versteckt. Monika, wie stellst du dir das vor? Sie sind doch Jurist. Was kann man für den Buben tun? Ja, man müsste verhindern, dass die Anklage erhoben wird. Sehr richtig. Ich habe auch schon einen Artikel über den Fall geschrieben. Großer Aufmacher,
Der Autodieb aus Leidenschaft. Na, das wird einschlagen wie eine Bombe. Du machst schon wieder Reklame, wie der Kestranek für seine Zahnpasta. Kestranek? Also, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Sag mal, spielt dein Alter noch immer so gern den großen Gönner? Ja, natürlich. Ja, Kinder, dann hab ich eine Idee. Schauen Sie sich einmal diesen Artikel an, Herr Kommerzialrat. Wäre das nicht etwas für uns? Was hat denn das mit unserer Produktion zu tun? Der Autodieb aus Leidenschaft? Nicht direkt, aber... Aha, Ihr früheres Berufsinteresse geht Ihnen durch, mein Bester. Ja und nein. Aber ich denke jetzt wirklich auch an die Firma. Wieso? Lesen Sie einmal den letzten Absatz des Artikels. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Herr Direktor, unser Werkstättenleiter Bosch ist für 9 Uhr angesagt. Kann er jetzt hereinkommen? Richtig. Wir gehen dann weiter. Bitte. Lassen Sie ihn hereinkommen. Morgen, Herr Direktor. Morgen. Oh, morgen. Also ich bin informiert, Herr Bosch. Das ist also Ihr Sprössling. Komm mal her. Wirst du auch brav lernen bei deinem Vater, wenn wir dich als Automechaniker-Lehrling aufnehmen? Ja, ganz bestimmt, Herr Direktor. Ist ein braver Bub, Herr Direktor. Der wird sich schon nichts zu Schulden kommen lassen. Geht, Bub? Riech einmal da. Ist das ein Duft? Was? Nach was riecht denn das? Nach Vanillesoße. Das ist eine Nase. Der passt in die Theodolwerke. Also? Ich bin einverstanden. Aber lernen muss die Jugend, sonst wird nichts aus ihr. Ich danke Ihnen recht schön, Herr Direktor. Mir fällt der Stein vom Herzen. Ach, schon gut, schon gut. Na komm, Karl. Also auf Wiedersehen, lieber Herr Bosch. Dankeschön, Herr Direktor. Meine Arbeiter können immer mit dem Verständnis ihres Chefs rechnen, nicht, Herr Bergmann? Sicher, Herr Kommissar. Ja. Gerade deshalb möchte ich Sie ja bitten, den letzten Absatz des Artikels zu lesen. Da wird nämlich an das Herz eines Menschen appelliert, helfend einzugreifen. Und in diesem Zusammenhang würde die Öffentlichkeit wieder einmal etwas über Ihr gutes Herz erfahren. Rufen Sie mir den Personalchef Kunze, die Fiedler aus der Reklamabteilung und alles, was zu einer Sitzung notwendig ist. Bitte, Herr Kestranek. Der Bub könnte eine Sensation werden. Das Ding funktioniert wirklich, Frau Fiedler. Ja. Bitte Platz zu nehmen. Meine Herrschaften, wenn Sie Zeitung gelesen haben, müsste Ihnen etwas aufgefallen sein. Die Konkurrenz hat wieder einmal versucht. Aber. Sie meinen die vielen Entlassungen in der Industrie. Und Sie? Ich glaube, man müsste... Keine Unterstützung von Ihnen. Kein Kopf, ich bin der Einzige. Wie immer. Da ist ein jugendlicher Autodieb. Hochbegabter Bursche möchte Mechaniker und Chauffeur werden. Wäre das nicht etwas für uns? Ja, wir sind doch keine Autofirma. Und Ihre Meinung? Hervorragend. Ein Reklameschlager ersten Ranges. Autodieb rasiert sich nur mit Theodol-Rasiercreme. Reden Sie keinen Unsinn. Aber er ist doch erst 15 Jahre alt, Frau Fiedler. Da machen wir etwas anderes. Zum Beispiel, weiße Zähne wie der Autodieb. Putzen Sie es nur mit Theodol-Zahnpasta. Für Bogenplakat 100.000 Auflage. Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Der Bub ist doch kein Reklameschlager. Was denn? Meine Herrschaften, Sie sind weniger tüchtig, als Sie mich Geld kosten. Meine Propaganda. Bringen die Zeitungen gratis. Gratis? Das gibt es nicht. Der Erfolgreiche braucht außer Verstand auch Herz. Und mein Herz sagt mir, wir nehmen ihn als Lehrling in unsere Werkstätte auf. Vater Karli Bosch, gleich einen Kameraden. Ja, wo denken Sie hin? Zwei Lehrlinge können wir nicht brauchen. Aber Herr Kestranek, Sie können doch Ihre Zusage an Bosch nicht rückgängig machen. Bergmann, das Wohl der Firma geht mir über alles. Ich bitte um Ihre volle Aufmerksamkeit. Presseaussendung. Kommerzialrat Kestranek, der führende Kopf unserer heimischen Kosmetikindustrie, nimmt sich eines Gestrauchelten an. Als bewährter Freund der Jugend konnte sich sein warmes Herz nicht dem tragischen Schicksal des Autodiebs aus Leidenschaft verschließen. Er ist im Begriffe, jede Maßnahme zu ergreifen, um den Jugendlichen einen neuen Lebensweg zu eröffnen, ihn frei zu bekommen und ihn als Mechanikerlehrling in die betriebseigenen Werkstätten der Theodolwerke einzustellen. Unter seiner Führung wird Franz Pointner zu einem rechtschaffenen Arbeiter erzogen werden. Punkt. Über meine privaten Qualitäten können Sie noch selbst etwas hinzufügen. Na, ist das eine Propaganda? Herr Direktor, ich habe eine Idee. Jetzt nicht. Bitte verbinden Sie mich mit den zuständigen Behörden.
Da ist eine Sache, die den Minister interessiert. Wir brauchen dringend den Akt Pointner. Franz Pointner. Der Akt muss in Ihrer Abteilung liegen. Wozu brauchen Sie den, Herr Justizrat? Ach so. Die Theodolwerke wollen den Burschen haben. Hm. Was für eine Zeitung hat sich eingeschaltet? Absurd. Na, also die Sache ihren Lauf nehmen. Ich schicke Ihnen den Akt. Kommen Sie mit. Lassen Sie jetzt herein. Bitte. Warum haben Sie meine Mutter rufen lassen, Herr Doktor? Nehmen Sie Platz. Wir haben Nachricht über Ihren Sohn. Siehst du, Mutter, ich habe ja immer gehofft. Er ist in der Fremdenlegion. In der Fremdenlegion? Das ist das Ende. Tja, aus Afrika holt man schwer einen zurück. Mitgegangen, mitgefangen. Da werden wir unseren Rudi vielleicht gar nicht mehr wiedersehen. Daran sind Sie schuld, Herr Doktor. Wieso? Ich? Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie. Aus Ihrer Anstalt ist er nur ausgebrochen, weil Sie ihn falsch behandelt haben. Die Methoden waren empörend, solange Sie Direktor waren. Deshalb hat man Sie auch abgesetzt. Aber aus Ihrem Haus ist er einbrechen gegangen, weil Sie ihn falsch erzogen haben. Gangsterfilme, Schundliteratur, Umgang mit Tagedieben, alles haben Sie durchgehen lassen. Zu mir kam er schon als kriminelles Element. Ja, aber Sie hätten ihn auf den richtigen Weg führen müssen. In Ihren Händen lag es, aus ihm wieder einen anständigen Menschen zu machen. Er wird in der Wüste zugrunde gehen. Er war ein guter Sohn. Frau Seiler, Ihre Mutter liebe ihn ehren, aber was dem Burschen Not tut, ist strenge Zucht. Nein, echtes, helfendes Verständnis. Helfendes Verständnis? Wie wollen Sie da helfen? Es gibt tausend solcher Fälle. Jeden Tag etwas Neues. Wir haben da einen Bauernburschen, 15 Jahre alt, aus solider Familie. Und er stiehlt Autos. Es handelt sich um den Franz Pointner. Ja. Ich kenne den Fall. Und warum ist das so? Weil nichts für die Jugend geschieht. Wenn man schon die Verhältnisse nicht ändern kann, im Einzelfall kann man doch helfen. Vater, was machst du da drum? Ausmisten tue ich. Dem Franzl sein Krempel. Vater, der Herr aus der Stadt ist da, der mit dem Auto. Mutter, komm du vielleicht, ich glaube, es ist was Wichtiges. Vater, den Franzl haben's freilassen. Na komm schon. Was? Der Franzl kommt wieder? Ja, den Franzl haben's freilassen. Ja, und eine Lehrstelle habe ich auch für ihn. Was sagen Sie jetzt? Automechaniker kann er werden. Und Sie arbeiten als Knecht bei mir, was? Ja, als Knecht. Nein, nein, wenn er schon freikommen soll, dann werde ich ihn erst einmal richtig einspannen. Schauen Sie, Herr Bottner, ich habe gehört, der Franzl, der hat eine technische Begabung. Ja. Und das, was ich immer gesagt habe. Wir müssen es schon ein Opfer bringen. Geh, Vater, hast du noch nie. Und ohne Franzl werden wir auch zurechtkommen. Aber habt's mich gern, Weiberleid. Aber Herr Pointner, es handelt sich doch um Ihren Sohn. Wann kommt er denn, der Franzl? Herr Pointner, der Bub läuft Ihnen doch davon, wenn Sie ihn nichts lernen lassen. Dann kommt er auf die schiefe Bahn. Schauen Sie, ich habe selbst erlebt, wie ein junger Mensch zum Verbrecher geworden ist, nur weil er nichts hat lernen können. Das war mein eigener Bruder. Frau Pointner, die ganze Stadt schaut doch jetzt auf Ihren Mann. Ja, ich habe doch den Franzl schon in die Zeitung gebracht. Na, bitte lesen Sie die Überschrift. Der Pointner Franzl erhält eine Lehrstelle. Na, was sagen Sie jetzt? Geh, Vater, hab da Einsehen. Ja, wirklich. Schauen Sie, ihr Bub kommt in die Theodolwerke. Wissen Sie, was das heißt? Ja, wer wird sich denn dort kümmern um meinen Buben? Herr Kommerzialrat Kestranek, persönlich. Mario!
diese ewige Unpünktlichkeit. Wo steckst du denn die ganze Zeit? Ich habe einen kleinen Autounfall gehabt. Ja, aber das ist doch schon der dritte in diesem Jahr, Mario. Du kannst weder chauffieren, noch hast du eine Ahnung vom Geschäft. Es ist kaum was passiert, Felix. Du sollst mich nicht immer vor fremden Leuten Felix nennen. Das habe ich dir doch schon 100 Mal gesagt. Immerhin bin ich doch dein Vater. Beim scharfen Bremsen bin ich mit dem Wagen in ein Parfümeriegeschäft gefahren. Ja, aber das ist doch sicher eine Kundschaft von uns. Für das Café aus daneben war die Strecke zu lang. Da bin ich Kunde. Herr Bergmann. Na, Bergmann. Unser Fest scheint ja zu gelingen. Ja, das glaube ich, Herr Kommerzialrat. Aber ich halte es nicht für richtig, den Franzl Pointner gerade bei unserer Jubiläumsfeier einzuführen. Das ist doch die einzige Gelegenheit. Die gesamte Presse ist da. Das muss man ausnützen. Der Bub kann doch den Presseleuten nicht wie ein Wundertier vorgestellt werden. Mein lieber Bergmann, Reklame ist nicht Ihr Ressort. Lass uns das meine Sache sein. Na, Freund Franzl, was sagen Sie zu dem Theater, was die mit den Autotieren da machen wollen? Ich sage gar nichts. Mir tut es nur leid, dass ich heute Abend hier sein muss und nicht ins philharmonische Konzert gehen kann. Danke. Den Autotief habe ich aufgerissen. Das ist gar nichts. Mein Eifersuchtsmord. Wenn Sie den lesen. Ja, ich lese prinzipiell keine Zeitungen. Ich schaue mir nur die Bilder an. Aber hoffentlich die von der Konkurrenz, denn Ihre kann man sowieso nicht ansehen. Ja. Aber die Autokatastrophe beim Parfümeriegeschäft? Direkt durch Schaufenster ist der Kerl gefahren. Fantastisch. Hab schon mehr gelacht. Verzeihen Sie, Herr Doktor. Ist der Bub schon da? Keine Ahnung. Also ich bin richtig gespannt, wie der Bub ausschaut. Mir geht es genauso. Wir haben sozusagen Schicksal gespielt und kennen nicht einmal unseren Helden. Der wird Augen machen, wenn er hier hereingeschneit kommt. Das ist eine Schnapsidee von dieser Reklamechefin. Eine schreckliche Person. So etwas wäre Ihnen nie eingefallen. Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich wieder hier. Franzl, ich glaube, wir gehen wieder. Sie halten die Rede. Welche Rede? Um Gottes Willen, ich habe doch noch nie gesprochen. Ich weiß. Zu Hause dürfen Sie nicht, aber hier müssen Sie. Keine Angst, das ist alles vorbereitet. Sie brauchen es nur abzulesen. Aber ich bitte Sie, liebe Frau... Keine Widerrede? Befehl vom Chef. Einen Moment bitte. Nicht so ernst. Bitte, bitte freundlicher. Noch freundlicher. Danke. Ja, was ist denn, Franzl? Was ist denn? Du hast jetzt die Rente verschlagen, was? Na, kennst du mich nicht mehr? Schau, das ist der Generaldirektor. So. Grüß dich Gott. Nimm doch Meine Platz. Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Kestonik. Ich habe die Ehre, Ihnen im Namen der Belegschaft zum 30-jährigen Jubiläum Ihrer Theodolwerke herzlichst zu gratulieren. Jeder von uns kennt Ihr gutes Herz. Jeder schätzt Sie als Vater unseres Betriebes. Sie sind ein Vorbild für jeden guten Arbeiter. Erst in der letzten Zeit haben Sie der Welt ein Beispiel gegeben von Herzensgüte und von Selbstlosigkeit. Einem gestrauchelten Kinde, das sich im Gestrüpp des Irrgartens dieser Welt verloren hatte, haben Sie die Hand gereicht, um es zu sich emporzuheben. Wegen dieser unschätzbaren Tugenden lieben und schätzen wir Sie. Ich danke Ihnen im Namen aller Arbeiter, im Namen aller Angestellten, im Namen der ganzen Fabrik. Bravo, Papa. Alter Trottel. Schämst du dich gar nicht, seine verlogene Rede zu halten, oder der Kerl schon wieder den Gehalt gekürzt hat? Ruhig! Wenn ich was anderes sag, kann ich morgen gehen. Feigling! Dieses Geschenk soll dich stets an den glücklichsten Tag deines Lebens erinnern. Danke. So, und jetzt sag du etwas. Was soll ich denn sagen? Na, erzähl, wie ich dich gefunden habe im Wald. Er ist ganz überwältigt. Er kann nicht sprechen. Die Freude hat ihn überwältigt. Grüezi, Dirken. Wann das die Mutter sehen wird, was die mit dem Buben aufführt. Die Krieger dann schrecken. Der Wirbel mit ihrem Buben wird bald zu Ende sein. Sag's, wo wird er denn unterbrochen, der Franzl? Ich denke beim Portier, nicht? Ja, beim Smaker. Ja, geh schön zu deinem Vater. Mein herzlichen Glückwunsch. Oh, Franzl, das sind die Herrschaften, die dir zu deiner Stellung verholfen haben. Bedank dich schön. Oh, lass nur.
Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Sie haben das gern getan, Franzl. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Einen altmodischen Vergaser haben sie da wieder aufgezeichnet. Von technischen Sachen verstehe ich nichts. In dein Alter, da habe ich ganz andere Sachen gelesen. Nicht so ein trockenes Zeug, da habe ich mich gebildet. Schiverne, Rosecker. Für mich ist das aber sehr interessant. Aber Bildung braucht der Mensch. Darauf kommt es an. Die Reise um die Erde, die habe ich auswendig kennen. 500 Seiten, fast. Justus, das kennt ihr nicht. Aber ich kann noch viel mehr. Nur mit Nietzsche. Da habe ich mein Blog gehabt. Wer ist denn das wieder? Siehst, das muss man halt wissen. Sonst wird das auch nichts. Ja, aber warum sind dann Sie noch immer bei dir? Weil niemand gesehen hat, dass ich eigentlich ein Genie bin. Das ist ja der ganze Jammer bei mir. Glaubst, bei der Firma kann sich einer in die Sachen mit mir messen? Beinahe kein einziger. Wollen Sie nicht ein Stückchen, Herr... Smekerhase, dass du das merkst. Dass denen nicht eingefallen ist, mir einmal eine Torte schenken, wo denen ihr Jubiläum mit meinen 30 Dienstjahren zusammenfällt. Nehmen Sie doch ein Stückchen, Herr Smekal, ich mag sie nicht. Nein, ich is mein Leben doch keine Torte mehr. Die letzte war von meinem Firmengeld, da ist mir schlecht geworden drauf. Na, damit Ihnen besser wird, nehmen Sie ein Stückchen Speck und ein Brot von uns daheim. Also ich bin so frei, aber jetzt isst du auch einmal, dass du zum Schlafen kommst. Morgen geht deine Arbeit an. Horst, ja? Na, da ist er. Na, Meier, übernehmen Sie ja. Den Buben und Kind sind die Arbeit, wie er es gesagt hat. Ja. Na, komm mit. Horst, was haben Sie denn mit ihm für Absichten? Na, bei uns muss er arbeiten. Mit einem Reklamegeschäften wird keine Ausnahme gemacht. Na, Sie dürfen nicht vergessen, lieber Horst, dass der Bub außergewöhnlich begabt ist. Ja. Er braucht nur die richtige Führung. Wir werden ihn schon einspannen, den neuen Herrn Lehrbuben. Herumgefahren wird bei uns nicht. Und wenn irgendetwas vorkommen sollte, dann melden Sie mir sofort, Herr Bub. Ah, ja. Springer? Was ist das? Beim Motor hast du noch nichts verloren, du bist erst in einem Jahr so weit. Also erst einmal einen Wagen richtig waschen lernen. Und was man da anschafft, das tust, verstanden? Franzl, lass den Kübel, hol der Wasser und wasch da drüben den Dreck weg. Dann nimm ihn Schlauch, da geht's geschwinder. Nein, du machst, was man dir anschafft. Na, es wird schon werden, Franzl. Danke, das ist der Planer, du. Der Neuchel ist auch schon da? Ja. Du Dieb. Was? Dein Lehrplatz hast du mir gestohlen. Was? Ich? Ja, du. Schau nicht so blöd. Achtung! Karli, geh schon. Franzl, lass ihn. Na, Herr Mario, wieder einmal was passiert? Kann man nichts machen. Kommt. Herr Bosch? Ja, Mario. Gehen Sie, Herr Bosch, ich bitte Sie, tun Sie alles, damit mein Wagen so schnell wie möglich fertig wird. Ich brauche ihn dringend. Ich möchte nämlich unbedingt an dem Rennen teilnehmen. Machen wir, Herr Mario. Aber dafür können Sie ein Wort mit Ihrem Vater reden, wegen mein Karli. Was kann denn der arme Bub dafür, dass einer sein Lehrstuhl gekriegt hat, der eigentlich in der Besserungsanstalt wäre? Wir werden schon was machen. Dankeschön. Ein durchschlagender Erfolg, Herr Kommerzialrat. Sehen Sie doch, fast alle Zeitungen haben über uns geschrieben. Der Bursche ist goldeswert. Abwarten, liebe Fiedler. Erst die Umsatzberichte werden das rechte Bild ergeben. Ist das nicht bezaubernd? Nicht schlecht, meine Gute. Davon machen wir ein Zwei-Bogen-Plakat, 4- bis 6-fach affischiert, mit einer Auflage von 20.000 Stück. Nur mit seinen schönen Zähnen hat er es gemacht. Auf die Idee wäre ich nie kommen. Ja? Haben wir einen neuen Monteur oder Lehrbuben?
Und nach Montier habe ich noch keinen gesehen. Die schon. Dort schauen Sie hin. Ja, das werden wir gleich haben. Du Springer, das geht nicht. Der macht seine Lehrbuchenarbeit und du deine. Und da bei einem solchen Wagen, der so heikel ist. Wenn du allein nicht weiterkommst, kannst du ja mich rufen. Du Frenzel, der Meister würde was sagen. Ja. Franzl, dass du es nur weißt, so eine Arbeit ist noch nichts für einen Lehrbuch. Du gehst jetzt und bringst mir da drüben den Lastenroller auf Hochglanz. Und dass mir ja kein Steiberl drauf bleibt. Ja, mit dem können wir keine Extrawurst machen. Das überlassen wir schon dem Chef. Auf der einen Seite soll man fertig werden, und auf der anderen Seite nimmt man mir einen weg, mit dem ich gut zusammenarbeite. Das ist ja kein Arbeiten mehr. Ihr habt ja keinen Verstand. Ihr habt gesagt, wenn ich euch wegen einem deutlichen Lehrbuch umeinander streiten, der wollte mich gescheit deuten, wie das angegangen. Es geschieht das, was ich anlasse. Ja, dann machen Sie die Arbeit selbst. Jetzt verstehe dich gar nicht, Springer. Was hast du denn gar so an den Buben gefressen? Ja, weil er was kann, und ihr seht das nicht. Du bist ja froh, dass solche Mann der Einzige wäre. 10 Tage ist er erst da und soll schon kein Fee sein. Sie machen jetzt weiter Ihre Arbeit und Sie Hofer helfen Ihnen dabei. Und wenn Ihnen was nicht passt, Herr Springer, wir haben einen Personalchef im Haus. Gehen wir, Herr Meier. Na, wie macht sich denn der Franzl? Na, er ist sehr eifrig. Ich könnte ihm auch einiges beibringen. Aber... Aber? Was? Na, der Bursch will das nicht. Er sagt, er soll die Arbeiten machen, wie ein Lehrbuch zukommen. Tja, gegen einen Bursch ist nicht aufzukommen. Vielleicht tragt ihm die Sache noch wegen dem Kali. Ach so? Hm. Na gut, dass Sie mir das sagen. So, beeilen Sie sich. Bursch! Ja. Ich habe mir gerade den Wagen angeschaut, da scheint es ganz gut weiterzugehen. Ja, ja. Was macht Ihr Karl übrigens, Herr Bosch? Na, was wird er machen? Arbeitslos ist er, wie es halt so ist. Man muss noch einmal mit dem Chef darüber sprechen. Ich habe es Ihnen, Herrn Mario, gesteckt. Ja? Herr Doktor, erlauben Sie ein offenes Wort von einem einfachen Arbeiter. Sie sind ja auch nur ein Gehaltsempfänger hier. Da haben Sie ganz recht, Herr Bosch. Für etwas Richtiges muss man sich immer einsetzen. Zum Beispiel... Ich an Ihrer Stelle, ich würde dem Franzl eine qualifiziertere Arbeit geben. Der Bub verdient es. Das überlasse es mir. Er kann doch nichts dafür, dass Ihr Karli nicht aufgenommen worden ist. Solange ich die Werkstatt dafür, teile ich die Arbeit ein. Bei mir gibt es keine Protektionskinder, Herr Doktor. Na, na, lieber Bosch, das mit dem Karli wird sich schon einrenken lassen. Mario und Autorennen. Ein Mensch, der einen Unfall nach dem anderen hat. Bitte, Felix, sei doch nicht kindisch. Auf der ganzen Rennstrecke gibt es keine Straßenbahnen, keine Autofahrer, keine Radfahrer. Noch Schaufenster. Richtig, was soll mir dabei passieren? Es genügt mir, wenn du nicht durchs Ziel kommst. Eine Blamage für Diodol. Schlag dir das aus dem Kopf. Hoffentlich sieht der Chef das ein. Da schauen Sie, da redet gerade der Herr Mario mit ihm über meinen Turm. Entschuldigen Sie. Haben Sie schon mit Ihrem Vater geredet, Herr Mario? Ja, ja, er ist fast einverstanden. Jesus, da wäre aber sorglos. Ich bin so gut wie sicher, dass wir gewinnen, Herr Bosch. Das wäre mein schönster Tag. Meiner auch. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Mario. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Bitte. Ja, was ja? Ich Sie fragen wollte, Herr Bosch, ist der Wagen fertig? Ich werde gleich noch mehr Dampf dahinter setzen. Kennst du uns das wirklich? Ja, ja, ja. Springer! Aber Ihr Vater hat den Jupiter W28268 für das Rennen schon angemeldet. Fahrer Springer. Ja, ja, das war mal seine Absicht. Er hat sich's aber inzwischen anders überlegt. Ich fahre das Rennen. Ach so, aber bitte der Ordnung halber müsste Ihr Vater das richtigstellen. Darf ich Sie gleich mit ihm verbinden? Nein, danke schön, das mache ich selber. Felix, bist du's? Ja, also stell dir vor, ich bin hier im Automobilclub. Die glauben noch immer, dass der Springer das Rennen fährt. Ah, du hast vergessen. Das habe ich mir gleich gedacht. Na, was sagen Sie, Springer, mein Gedächtnis? Sie haben doch einmal um Sonderurlaub für so ein Alpenrennen angesucht, stimmt's? Jawohl, Herr Direktor. Na, glauben Sie, dass Sie es schaffen werden? Ja, wenn wir den Motor auf die richtige Tour zu bringen, dann vielleicht. Nein, nein, das mache ich schon selbst, Vater. Danke. Das ist gut, Herr Direktor. Grüß dich. Stimmt es? Ja, ist gut, Franzl. Was ich noch sagen wollte, mein Sohn braucht nichts zu wissen. Fahrer Kestranek, Vorname? Mario. Mario. So, bitte, hier ist Ihre Karte. Hals- und Beinbruch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Franzl, was gab's für das Rennen fahren wird? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Na, der Springer-Sepp natürlich. Wirklich? Ja, du wirst auf keinen Mensch wissen. Der Mario auch nicht.
Hat er auch nicht. Wo wollen Sie denn hin, Herr Springer? Ja, wir machen zusammen eine kleine Probefahrt. Moment, da fahr ich mit! Der Wagen zieht nicht, wie er soll. Woran es nur liegt. Probieren wir es doch einmal mit der Zündung. Ah, das machen wir am besten zu Hause. Herr Springer, könnt ihr nicht ein Stück fahren? Wenigstens auf der Geraden. Ja, da musst du ja Mario fragen. Gehen Sie bitten Sie ihn doch. Ja, Mario, Sie haben da nichts dagegen, dass unser kleiner Rennfahrer mal zeigt, was er kann, ne? Ja. Ja, Hahn, du fährst ja wie ein Alter. Stimmt's? Ja. Aber die Drehzahl kriegt auch nicht rauf, woran es nur liegt. Du, den Fehler müssen wir finden. Den Fehler müssen wir unbedingt finden. Hätte kennen, dass du wieder rückfällig wirst und ein Auto stößt. Nur der Chef wird schön schauen, sein Herzpinkerl. Dort hat er gekriegt Bücher und eine Wohnung und was weiß ich was noch. Und das ist der Dank dafür. Und ich, Depp, hab dich aufs Rennen mitnehmen wollen. Ja, jetzt kann er das sagen. Nockenwein habe ich versteht. Wir haben ja da einen Fehler finden müssen, Herr Springer. Und ich habe ihn gefunden. Schaut's doch nach, der Wagen müsste jetzt viel besser gehen. Das ist der Zeit deiner Großmutter. Auf dem Dorf draußen. Eine bessere Zeit hast du gar nicht aussuchen können, als 3 in der Früh. Und bei Stein von der Nockenwein. Beim Tag darf ich es ja nicht. Ja, bei mir hättest du schon dürfen. Aber ich kenne dich jetzt. Vorne ist für dich alles. Ja, von Solidarität keine Spur. Na, von euch hätte ich das auch nicht lernen können. Schauen wir nach, vielleicht geht der Wagen wirklich besser. Das hat noch Zeit. Der Wagen dort muss zuerst fertig werden. Komm, Opa. Mit dir sind wir schon fertig. Was macht ihr denn mit den Buben? Den Rennwagen hat er stellen wollen. Ich habe ihn erwischt dabei heute noch. Aber das ist ja gar nicht möglich. Doch, das ist leider ja möglich. Bosch, Meier, ich muss mit Ihnen reden. Sie, Smekal, können gehen. Franzl, komm her.
Hast du den Wagen stehlen wollen? Nein. Schau mich an. Lügst du auch nicht? Nein, Herr Bergmann. Alles gut, Franzl. Herr Kunze, haben Sie wirklich Beweise, dass er den Wagen hat stehlen wollen? Natürlich. Solche Elemente können wir bei uns nicht brauchen. Montag geht er. Franzl, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Harry, du, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte nämlich einen Sprung in die Werkstatt machen, wo du immer deinen Wagen reparieren lässt. So. Und was willst du dort? Was? Man wirft ihn hinaus? Du, da möchte ich mir lieber nicht die Finger verbrennen. Ja, wir haben uns schon genug für den Burschen eingesetzt. Ja, aber wir können ihn doch jetzt nicht im Stich lassen. Wir haben doch die Verantwortung für ihn. Allein soll er sich helfen? Also das habe ich mir von dir nicht erwartet. Suchen Sie jemanden? Ja, bitte, ist der Herr Lohner da? Geh hol den Herrn Lohner. So gemein, fesches Fräulein ist da. Der Herr Lohner ist doch Ihr Chef, nicht? Na, Chef haben wir doch keinen. Wir sind alle Kollegen. Also eine kleine Arbeitsgemeinschaft, wissen Sie. Ah, da kommt ja schon der Herr Lohner. Grüß Gott. Womit kann ich dienen? Ja, die Sache ist nämlich die. Der Herr Simmerl. Aha. Und ich, wir kennen einen Burschen. Ein hochtalentierter Bub. Ein technisches Genie, sagen die Leute. Eifrig und arbeitsam. Und für ihn suchen wir eine Stelle bei einem wirklich guten Meister. Es liegt uns sehr viel daran. Na ja, wir haben schon einen Lehrbuben. Aber wenn das wirklich ein so begabter Bursch ist, wie Sie sagen... Ja, ja. Na, also darüber könnten wir schon reden. Oh, das wäre wirklich sehr schön, Herr Lohner. Bitte machen Sie den Herrn Zimmerl gegenüber keine Andeutung. Ja, ja. Grüß Gott, Herr Lohner. Grüß Gott, Herr Zimmerl. Na, Monika, hast du unseren jugendlichen Helden schon ins neue Engagement gebracht? Ja, ja. Also ich komme noch einmal vorbei und stelle Ihnen den Buben vor, ja? Ja, Sie, da hätten Sie einen Haupttreffer. Das wäre so eine Reklame für Ihr Geschäft. Ja, bitte, Herr, red nicht so viel. Das ist nämlich der Autodieb aus Leidenschaft. Sie haben doch sicherlich meine Artikelserie über ihn in der Zeitung gelesen. Ach, so ist das? Ja. Nein, Fräulein, das tut mir leid. So was mache ich nicht. Unsere Werkstatt ist klein, aber solid. Bei uns gibt's nur eines. Ehrliche Arbeit. Das ist unsere Reklame. Lola! Ja. Entschuldigen Sie mich bitte ein. Also jetzt habe ich's aber satt. Der Mensch bedeutet dir gar nichts. Nur die Sensation. Ewig diese plumpe Auftrumpferei von dir und nichts steckt dahinter. Aber Monika... Ach, lass mich. Du bist mir vollkommen fremd geworden. Herr Kenterbern. Na, was soll ich mit dem Buben anfangen? Sieben Kinder habe ich, zwei davon brauchen eine Lehrstelle. Es ist zum Verzweifeln. Komm, gehen wir. 195. Ich möchte gern Elektrotechniker werden, aber die da drinnen haben mir gesagt, es ist aussichtslos. Nummer 196, bitte. Wenn sie immer die Lehrwerkstätten sperren, dann muss man das Hilf so weitergehen. Da wird aber auch schwer was finden. Automechaniker. Schauen Sie, Fräulein, über 300 Anmeldungen haben wir da. Und nur die paar hier sind Freilehrstellen. Was soll ich machen? Haben Sie denn gar keine Möglichkeit? Glauben Sie mir, wir hier kennen das Elend mit dem Lehrstellenmangel besser als irgendeiner. Wir haben doch den ganzen Tag damit zu tun. Könnten Sie nicht privat etwas für den Buben finden? Vielleicht haben Sie da mehr Glück. Reklame, das ist eine Sache der Fantasie und nicht der Moral. Ich hoffe, Frau Fiedler, ich kann mich auf Sie verlassen. Wann hätte ich Sie je im Stich gelassen, Herr Kommerzialrat? Wir sind in der schärfsten Konkurrenz gegen die Reklame für Autoreifen, Kugellager, Motoröl, ja was weiß ich alles. Ich frage Sie, wer denkt bei einem Autorennen an Zahnpaste? Es ist doch der helle Wahnsinn. Ist es gleich Wahnsinn? So hat er doch Methode, Herr Direktor. Ah, Sie kennen Goethe sehr gut. Shakespeare, verzeihen Sie. Ah, ja. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Ich habe meinen Werbeplan bereits aufgestellt. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Unsere Rasiercreme freischwebend in der Luft am Start. Nicht schlecht, aber auch nicht neu. 6 Meter lang? Zu wenig. 10. Herr Kommerzialrat, bitte darf ich Sie einen Augenblick unterbrechen. Sprechen Sie ruhig weiter, lieber Bergmann. Die 10-Meter-Tube bestellen Sie sofort. In den Hausfarben? Selbstverständlich, weiß-blau. Der Kunze hat den Pontner Franz entlassen. Er wollte angeblich den Sportwagen stehlen. Und zum Beispiel, gegen Fähnchen bin ich prinzipiell. Man könnte uns mit einer politischen Partei verwechseln. Angeblich sagten Sie, wieso angeblich? Es ist nichts erwiesen. Erwiesen Sie mit Ihren juristischen Spitzfindigkeiten. Haben Sie den Text für die Transparente? Jawohl, Herr Direktor. Herr Direktor, es geht um die Gerechtigkeit. Ich bin überzeugt, dass der Bub unschuldig ist. Die Zukunft eines jungen Menschen steht auf dem Spiel. Was glauben Sie, wie viele Gratispackungen werden wir zur Verteilung bringen? Nicht zu viel. Das kostet Geld. Mehr optische Propaganda. Viel fürs Auge. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir, Bergmann? Der Bub darf nicht als Dieb gestempelt werden. Aber entschuldigen Sie, das war doch das einzig Interessante an ihm. Aber lassen Sie mich in Ruhe. Wozu bezahle ich einen Personalchef? Der wird schon wissen, was er gemacht hat. Sagen Sie, haben Sie gar nichts anderes zu tun? Ich weiß, ich bin nur Ihr Sekretär. Entschuldigen Sie die Störung. Aber Bergmann! Bergmann! Haben wir jetzt schon genug verdient, dass wir zum Länderspiel gehen können? Ich weiß nicht. Da schaut er was an. Wir sind in unserem Revier. Komm, den werden wir gleich verjagen. Was sagst du dazu, Bertel? Der Herr Otto, die was Leidenschaft. Weißt, das ist der, der mir meine Lehrstück gestohlen hat. Putz dich von da. Willst du vielleicht in unsere Revier einbrechen? Was sagst du? Da trau dich. Du blöder Kerl. Am Montag kannst du mein Lehrstück haben. Du Dieb. Verstehst du, Franzl? Vorläufig gibt's keinen anderen Ausweg. Am Montag bringen wir dich zurück nach Schöndorf. Und da musst du so lange bleiben, bis wir eine neue Lehrstelle für dich gefunden haben. Ja, Franzl? Ja, ja. Na, Kopf hoch. Du hast hier gute Freunde. Wir lassen dich schon nicht im Stich. Also, bis Montag. Schlaf gut. Gute Nacht. Wie geht's, lieber Springer? Na danke, es geht. Also der Wagen geht jetzt ganz prima, Herr Bergmann. Na, man soll einem Menschen nicht Unrecht tun. Der Franzl hat doch die Wahrheit gesagt. Das freut mich, dass Sie so denken, lieber Springer. Also Hals und Beinbruch fürs Rennen. Danke. Wann fahren Sie morgen hinaus? Ja, ganz zeitlich in der Früh. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Herr Bergmann.
lassen. Mir scheint, wir haben es beide scharf auf den Wagen, wie? Nein, ich hab ihn nur noch mal sehen wollen. Ich gehe schon. Der Springer muss eh gleich da sein. Bleib da, Franzl. Willst du mitfahren? Ich fahr das Rennen. Sie? Magst du einen Beifahrer? Mitfahren Sie? Also frag nicht so lange und steig ein, sonst erwischen Sie uns noch. Ich mach's da auf. Also komm, Franzl. Wetter. Freuen Sie sich auch so, Frau Fiedler? Ungeheuer. Es wird ein großer Tag werden für uns heute. Der Triumph der Theodolwerke. Toi, toi, toi. Herr Direktor. Herr Direktor. Was machen denn Sie da? Warum sind Sie denn nicht umgezogen? Sie sollten doch schon längst in unserem Wagen sitzen. Unser Wagen. Was ist damit? Unser Wagen, Herr Direktor, ist gestohlen. Was sagen Sie da? Das ist doch ausgeschlossen. Ich kann mir das selbst nicht erklären. Das Rennen ohne Theodol wird annulliert. Falschen ist keiner. Aber wie steht's uns bald? Sie sind viel zu nervös, Herr Mario. Ich verstehe Sie gar nicht, Herr Kesternik. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Ihr Wagen ist mit der Nummer 37 vom Start gegangen. Hier sehen Sie meine Eintragungen. Wagentype Jupiter 1500, Besitzer Theodolwerke, Fahrer Mario Kesternik. Ja, eine Frechheit. Hinter meinem Rücken. Das ganze Geld umsonst hinausgeschmissen. Das freut mich. Der Franzl hat mich nicht getäuscht. Hat er den Wagen doch nicht genommen. Aber sonst dazu, Herr Bergmann. Wenn ich ehrlich bin, lieber Springer, gewundert hätte es mich schon. Entschuldigen Sie. Fräulein Seiler! Oh, gut, dass Sie da sind. Ich suche Sie schon überall. Wissen Sie, was passiert ist? Ja, aber es stimmt nicht. Der Mario hat seinen eigenen Wagen gestohlen und fährt im Rennen mit. Jetzt sind Sie aber froh, was? Ja, aber wo ist denn der Franzl jetzt? Na, fahren tut er heute. Mit dem Herrn Mario als Beifahrer. Das ist ein Kerl. Unglaublich. Ja, gerade hat's der Chef von der Rennleitung gehört. Das ist eine Geschichte. Der Herr Mario als Rennfahrer. Warum nicht? Vielleicht kann er's. Ja, aber der Chef ist anderer Meinung. Dem ist ganz schlecht geworden dabei. Er sitzt mit der Frau Fiedler auf der anderen Tribüne. Mein einziger Sohn. Der kommt doch nie an. Nur Ruhe, Herr Direktor, nur Ruhe. Vielen Dank. Felix würde ja sagen, sei doch nicht kindisch. Aber ich bin es, Fiedlerin. Ich zittere um ihn. Ich geb's auf. Aber warum denn? Wir machen es schon. Kommen Sie, Herr Mario. Ich komm schon. Schnell, schnell. Ist gut, Franzl. Fahr du weiter. Wenn ich Sie nicht hätte. Wann hätte ich Sie je im Stich gelassen, Herr Direktor? Dem Alten geht's schon besser. Ich habe eigentlich ein bisschen Angst um den Franzl. So ein Rennen ist ja keine Kleinigkeit. Ich glaube, da besteht keine Gefahr. Der Mario wird das Rennen bald aufgeben.
ersten Wagen werden gleich da sein. Geben Sie es sofort durch. Achtung, Achtung, Achtung. Die ersten Wagen wären sich schon da. Der Wagen Nummer 37 hat wieder vier Wagen überholt und liegt an zweiter Stelle. Haben Sie gehört? An zweiter Stelle? Mein Sohn! Mein Fest! Wieso? 200 Schilling verliere ich, wenn Ihr Sohn gewinnt. Dann können Sie morgen 300 bei mir kassieren. Bergmann, hätten Sie das gedacht? Unser Mario! Das ist ja fantastisch. Mario an zweiter Stelle? Ich weiß nicht. Ich sag euch, der Bub wird noch einmal seinen Weg machen. Die Heimlichkeit müsst ihr ihm heute abgewöhnen. Naja, anständig ist er schon gewesen, Herr Franzl. Das muss man zugeben. Da werdet ihr euch erst wundern über meinen Karli. Morgen fangst an. Sonst stelle ich diesmal einen Baum auf beim Chef. Aber Bosch, du weißt, was wir machen? Alle miteinander gehen wir morgen früh hin zum Chef und stellen eine kleine Forderung auf. Na was? Mehr Lehrstellen für die Jugend. Beide Puppen muss er anstellen. Das ist eine Idee. Sehr richtig. Aber was sagt ihr zu unserem Mario? Jetzt lass uns doch den Mario. Wir haben gerade beschlossen, dass der heute beide Puppen anstellen soll. Herr Kunze, Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir alle dafür sind. Na ja, aber die Verantwortung für den Pointner tragt's dann ihr allein. Meine Heimat! Das ist ja der Franzl. Menge, der Franzl. Schau dir den Lausbub an. Vielleicht habe ich doch Unrecht gehabt. Eine narrische Welt. Macht aus einem Bauernbub einen Rennfahrer. Vorläufiger Stand für Brenner. Hinter dem BMW Nummer 23, an zweiter Stelle, der Jupiter. Mein Baum. Gratuliere, Herr Kestranek. Ich habe auf Ihren Wagen gewettet. Sie sehen sehr intelligent. Wir müssen Platz wechseln! Nein, noch nicht! Achtung, Achtung! In Kürze sind die ersten Wagen zu erwarten. Es wird gebeten, die Strecke hinter dem Ziel freizumachen. Bitte die Funktionäre... Man sieht sie noch nicht. Erst bei dem Wagen? Haben Sie das gesehen? Eine Hand, was? Sehr geschickt. Das war ja noch ein Bub. Ja, ein Lausbub. Mir scheint, dort geht er. Herr Luna! Was ist los? Herr Luna, das ist der Bub, von dem ich Ihnen erzählt habe. Was? Der? Ja. So einen könnten wir doch brauchen. Das habe ich Ihnen ja gesagt, aber Sie haben mir nicht wollen. Dazu ist es noch immer nicht zu spät. Soll ich ihn rufen? Nein, lassen Sie. Den hole ich mir selber.
zum Unterlegen. Der Motor rennt ja nur auf 3 Zylinder. Das ist aber gute Ohren. Geh, hol mir mal den 21er. Den Steckschlüssel werden Sie sicher einen brauchen können. Das sind doch gute alte Bekannte, ja? Ja, ja. Sie haben mich ja damals in die Stadt mitgenommen. Mit dem großen Wagen. Mhm. Zeig mal, was du kannst. In diesem Fall ist es doch gelungen. Na, hast du einen guten Meister gefunden? Na. Dafür bist du aber ein großer Rennfahrer geworden. Schade eigentlich. Warum? Na, weil du sicher kein Mechaniker mehr sein willst. Und das möchte ich nur immer. Na, so einen wie dich kann man doch brauchen. Wirklich? Dazu ein Rendezvous abzusagen. Du bist ein so nettes Mädchen. Tu mir den Gefallen. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Du wirst sie kennenlernen. Du gehst hin, entschuldigst mich bei ihr und sagst, es handelt sich um einen Kriminalfall. Hm? Komm! Also, servus. Ah, Mario, gute Fahrt. Und bitte erledigt mir das, ja? Ja, gut. Und die Adresse? Jesus, die Adresse. Schreib auf, bitte. Also? Monika Seiler. Monika Seiler. Troststraße 44. Sie an. Ihnen müsste man die Fürsorge auf den Hals schicken. Herr, vielleicht ein Schritt am Ort, ein Familienvater. Frau Seiler, Sie haben ganz recht gehabt. Sie sind doch Fräulein Seiler. Ja? Kommen Sie zu uns? Ja, ich soll Ihnen etwas ausrichten. Ja, bitte kommen Sie herein. Dass du dich auch fortwährend um fremde Kinder kümmerst, Monika. Wir haben doch genug eigene Sorgen. Bitte. Besuch ist da, Mutter. Darf ich mich vorstellen, Bergmann? Ich freue mich sehr. Sie haben ja eine nette Nachbarschaft, Frau Seiler. Was wollen Sie denn schon wieder? Das eine möchte ich Ihnen sagen. Hätten Sie lieber auf Ihren eigenen Bruder aufpasst, dann wäre nicht eingesperrt worden. Ah, Schande fürs ganze Haus. Überhaupt mischen Sie noch nicht in meine Angelegenheiten. Geh lieber was arbeiten, statt dass wir unsere Steuern leben. So, jetzt ist mir leichter. Hab ich dir? So eine Unverschämtheit. Mir ist das alles schrecklich peinlich, Herr... Bergmann. Herr Bergmann.
Wir haben nämlich ein Unglück in der Familie. Einen ungeratenen Sohn. Ja, das ist eine allgemeine Zeiterscheinung. Jetzt nach dem Krieg ist das kein Wunder. Ich kenne das. Ich habe auch einmal mit solchen Dingen zu tun gehabt. Haben Sie auch so einen Fall? Bitte. Nein, nein, ich wollte einmal Jugendrichter werden. Deshalb. Ach so. Wie ich noch Lehrerin war. Jetzt bin ich ja schon in Pension. Da hat es so etwas nicht gegeben. Auch dass ein junges Mädchen nicht ihren Beruf ausüben kann. Was ist sie denn? Gelernte Kindergärtnerin. Aber sie bekommt keine Anstellung. Dann muss man ihm umsacken. Das habe ich auch machen müssen. Aus materiellen Gründen. Aber sie tut es nicht. Aus purem Eigensinn. Ich kann sagen, was sie... Nein! Weil ich meinen Beruf liebe. Oh, entschuldigen Sie, Herr Bergmann, aber Sie wollten mir doch etwas ausrichten. Ah ja, richtig. Mein Freund Harry musste aufs Land fahren. Er soll da irgendetwas über einen 15-jährigen Buben, einen Autodieb, in Erfahrung bringen. Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Da müssen Sie schon den Vater fragen. Kommen Sie bitte. Vater, da ist ein Herr mit einem Auto kommen, der will mit dir reden. Also Sie sind der Vater. Ich freue mich, Simmel ist mein Name, Harry Simmel. Kommt von der Zeitung, von der Weltpost. Aha. Ja, sagen Sie bitte, haben Sie an Ihren Sohn eigentlich schon früher irgendwelche gefährliche Neigungen entdeckt? Kleine Diebstähle, nächtliche Abenteuer und dergleichen? Gottes Willen, was wollen Sie denn? Schau, dass Sie in die Kirchen kommst, Toni. Ja, geh schon. Herr Poeta, schauen Sie, Sie müssen mich recht verstehen. Ich suche das Motiv. Für jedes Delikt gibt es doch gewissermaßen ein Motiv. Und für das Ihres Sohnes interessiert sich unsere Zeitung ganz besonders. Gottes Willen, wird doch nicht der Bub noch in die Zeitung kommen. Mutter, komm runter. Ist in Franzlacht was passiert? Weiß man schon, wo er ist? Ah, die Mutter. Haben Sie vielleicht an Ihren Sohn irgendeine besondere Beobachtung gemacht? Ich meine, so einen Trieb, einen abwegigen Hang bemerkt. Was soll ich bemerkt haben? Nee, irgendeinen Trieb. Ich weiß nichts. Ist dir was aufgefallen beim Franzl? Ich weiß auch nichts. Die Motore hat er heute immer im Kopf gehabt. Ah, Motore. Sehr interessant. Bitte schön, stellen Sie sich vielleicht da her. So, die Mutter folgt auch gleich nach. Du verschwind. Nix ist, nix ist. Der Traktor gehört gar nicht mir, den muss ich heute noch zurückbringen. Und fotografiert wird überhaupt nichts auf meinem Hof. Nach der letzten Meldung soll der Bub ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt sein. Ja. Anscheinend ist er auf dem Nachhausweg. Am besten Sie fahren gleich meinen Posten noch. Ja, danke schön. Na, auf Wiedersehen. Sie können gleich losfahren. Thank you.
Was ist denn passiert? Herrgott, nur einmal. Der Brunner leiht mir ja seinen Traktor nimmer, wenn da was zählt. Teufel, nur einmal. Was ist denn da los? Pass auf, Vater, dass da nichts geschieht. Aber gerade heute, wo ich mit dem Ackern fertig werden soll. Geh, reg dich nicht auf. Du weißt doch, ich muss morgen dem Brunner den Traktor zurückbringen. Der erschlagt mich auch, wenn er nicht mehr geht. Soll den Franzl rufen, der kennt sie aus. Ah, geh du mit deinem Franzl. Find den Fehler schon selber. Schau. Da fehlt doch was. Aber man es doch gleich denkt. Gewiss hat der Mistbub wieder seine Hand im Spiel gehabt. Da. Alles los da liegen und stehen. Franzl. Komm runter. Franzl. Ja, ich komm schon. Das hast von deiner Gutheit. Kaum dreht man sich weg, spielt der Bub mit dem Motor herum. Ich werd's ihm geben. Geh, Vater, ist ja der Leidenschaft für deinen Buben. Franzl! Die Einspritzdüsen war verrußt. Ich hab den Fehler gleich rausgefunden. Na, mach schon, mach schon. Ich brauch den Traktor. Da hörst du, wie geht's gleich anders geht? Halt, jetzt ist Schluss. Du schau, dass du deine Arbeit kommst. Okay, du mit dich. Und wenn du mir da noch einmal was anrührst, dann geh ich rauf und hau dir den ganzen Krempel weg. Und du hast auch nichts zu tun? Dann gehen wir, gehen wir. Franzl, was hast du denn? Oh, nix. Lass das nicht verdrießen, Franzl, wenn der Vater wieder böse war. Ich war halt so gern mit dem Traktor gefahren. Schau, ich ärgere mich auch. Gerade heute ist er so. Mir scheint, da wird nichts aus dem Feuerwehrball. Ach so? Auf das habe ich ganz vergessen. Schon die ganze Woche freue ich mich drauf. Möchte so gern hingehen. Geh, Franzl. Red du mit der Mutter, dass den Vater wieder auf gleich bringt. Ich rede schon mit der Mutter, dass wir alle miteinander gehen können. Ich hab's ja gewusst. Auf dich kann ich mich verlassen. Wo ist denn der Franzl? Zu Hause ist er. Ah, grüß dich, Franzdörfer. Servus, Brunner. Da kommst du nicht grüßen, du Lauser. Grüß dich, Brunner. Na, nimm ein Platz da. Extra feines Platzl reserviert. Grüß euch, gut alle miteinander. Grüß euch. Ein Liter Wein, aber den besten. Mehr kriege ich Bier. Ja, gleich. Ah, grüß dich, Freundler. Grüß dich, Bruno. Du warst wieder in der Stadt? Ja, ich habe mir neue Maschinen angeschaut. Was ist mit meinem Traktor?
Hoffentlich hast du nicht hingemacht, Fintner. Ich sag's ja allebei, so einen Traktor sollte man gar nicht herleihen. Sonst zahlt man nur drauf mit seinen Gefälligkeiten. Na, aber sonst tut es ja eh nicht. Du hast dir den Traktor geschenkt gekriegt, und sonst ist er tot. Nicht einmal der. Morgen in der Früh steht der Traktor wieder auf deinem Hof. Ja, ja, steh nur hin, du. Na, gerne. Gehen wir tanzen? In der Wirtschaft, da muss alles ganz modern werden. Elektrische Melkmaschinen schaffen wir an. Und in der Küche, da muss alles elektrisch werden. Und ein Badezimmer lassen wir einrichten. Für die Weiberleute extra eins. Da können sie umeinander spritzen. Ja, und den Klaus, den schicke ich auf die landwirtschaftliche Schule, damit er was lernt, der dumme Kerl. Dass er sich auskennt mit den ganzen neumodischen Sachen. Und dann soll er sich eine Madel nehmen, die was mitbringt in die Wirtschaft. Ja, ja. Das ist jetzt ein Plag mit den Buben. Keiner will ein Bauer werden. Und der meinige schon gar nicht. Immer hat er nur seine Motoren im Kopf. Aber Auto fahren tut er wie ein Alter. Keine Aufregung, meine Herrschaften. Erst einmal zahlen. Ich will ja nicht um mein Geld kommen. Ja, auf die junge Weiber hast du schauen können, aber auf meinen Wagen aufpassen nicht. Ich schaute wieder endlich, du Hirsch. Zurück da, zurück.
Vielleicht finde ich noch eine Spur. Was könnte das für Fallot gewesen sein? Ja, sieh einer aus der Stadt. Aber beruhigen Sie noch, Herr Brunner. Sie kriegen den Wagen bestimmt wieder zurück. Bei uns ist alles tadellos organisiert. Ja, ja, die Siege. Ich mach sofort eine Zirkularmeldung. Ja, ja, du mit deiner Zirkularmeldung. Schau, dass du meinen Wagen wieder herbringst. Notieren Sie bitte. Aero 30 N3007. Farbe grün, Innenlenker, links gesteuert. Ja, links gesteuert. Mutmaßlicher Täter. Ja, da tapp ich noch im Dunkeln vorläufig. Bitte schreiben Sie einstweilen unbekannter Täter. Der Besitzer des Wagens, Leopold Brunner, Schöndorf. Ein Moment bitte. Stören Sie da nicht, Frau Pointnep, gerade so ein wichtiges Amtsgespräch. Wissen Sie denn gar nicht, was geschehen ist? Im Brunner sein Wagen haben Sie gerade gestohlen. Wegen dein Kumpel, ja. Ich glaube, der Franzl ist. Was sagen Sie? Der Franzl? Moment bitte, da ist etwas sehr Wichtiges. Reden Sie schon, Pointnerin, was ist denn los? Sie wissen doch, Herr Grenz, da war schon mal so eine Geschichte mit einem Motorrad, wo er den ganzen Tag weg war. Aber er ist doch wieder heimgekommen auf die Nacht. Und er wird auch jetzt wieder kommen. Gehen Sie bitte, machen Sie keine Anzeige. Momentl. Hallo? Ja, dieses Ich tappe im Dunkeln können Sie streichen. Ich habe soeben den Täter eruiert. Notieren Sie. Pointner Franz, 15 Jahre alt, österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Schöndorf, Nummer? 65. 65, Sohn des gleichnamigen Landwirtes. Größe, wie groß ist denn der Franzl? Jesus, das ist Unglück. Wie groß wird er denn sein? Bis daher wird er mal halt gehen. Jesus, das ist Schande. Größe 168 cm. Bitte geben Sie die Meldung auch durchs Radio weiter. Mein Gott, durchs Radio. Jetzt wissen es alle Leute. Jawohl, Ende. Achtung! Eine Durchsage. Gestohlen wurde in Schöndorf, Niederösterreich, ein Aero 30, polizeiliches Kennzeichen N3007. Innenlenker, Farbe grün. Mutmaßlicher Täter, Franz Pointner aus Schöndorf. Bitte stellt doch endlich das Radio ab. Man kann sich nicht einmal in Ruhe unterhalten. Dunkelblond. Ja, du hast recht, unser Dauerwellenpräparat war Mist. Das ist gar nicht zu leugnen, den Frauen sind die Haare ausgefallen. Schrecklich. Ja, ja, ich kenne eine. Hoffentlich kommt nichts davon in eure Zeitung. Na. Mein Chef wäre sehr dankbar, wenn du ein bisschen... Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber sag, hast du mir eine Rasiercreme mitgebracht? Ja? Ja, wenn ich schon eine frisierte Reportage über eure Kosmetikfabrik schreiben soll. Nein, das fiel unter das Kapitel Bestechung der Presse. Aha, der Jurist meldet sich. Leider nicht, sondern nur der geplagte Sekretär. Aber zeig her, was du geschrieben hast, bevor es in Druck geht. Du kannst dir vorstellen, dass den gestern etwas sehr interessiert. Hm? Gar nichts zu tun, meine Herrschaften. Es ist wirklich noch nichts los. Er wird schon kommen. Sagen Sie, Siemerl. Ja, bitte. Haben Sie die Durchsage nicht gehört? Jetzt. Sie sollten schon längst hinter der Sache her sein. Wieso? Sie suchen doch immer noch Sensationen, da haben Sie eine. Meinen Sie den Bauernbuch mit dem Auto? Na, selbstverständlich. Warum sitzen Sie nicht schon längst in Ihrem Wagen und fahren nach Schöndorf? Muss es denn immer ein Mord sein oder ein Gangsterüberfall? Das verstehen Sie denn noch immer nicht. Na. Das Motiv will ich wissen. Warum stiehlt ein Bauernbusch ein Auto? Das ist fantastisch. Amok fahrt durch Niederösterreich, das mache ich. Ich habe ohne dies heute noch keine Zeile verdient. Dann wird es aber Zeit für Sie. Ja, ich bin auch schon weg. Ja, komm, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Also heiß und Beinbruch. Ja, danke. Du hast keine schönere Beschäftigung als ich, bei dir ist immer etwas los. Guten Abend. Guten Abend. Ja, aber dabei habe ich kein Privat. Wie du dir das vorstellst, am Posten kriegen. In was für ein Märchenbüchel hast du denn das gelesen? Ich habe mir gedacht, wenn man was kann und seine Sache versteht, dann können sie ihn doch brauchen. Hast du eine Ahnung, wie viel da herumrennen, die man brauchen könnte? Das verstehe ich nicht. Na pass auf, das ist doch ganz einfach. Wenn weniger zum Arbeiten ist, braucht man weniger Leute.
dann haben die übrigen nichts zu tun. Kapierst das? Ja. Aber warum ist denn so wenig zum Arbeiten? Ja, das verstehe ich auch nicht. Man muss schon die Herren von da oben fragen, die damit zu tun haben. Du bist gut. Muss man schon etwas ganz Ausgefallenes können, dann verdient man sich sein Geld. Siehst, da hat einen Seil über den Donaukanal gespannt. Ist er rübergegangen, mit einer langen Stange. Die Leute haben geschaut. War auch ein Arbeitsloser. Kann man den noch sehen? Nein, der hat schon alles überstanden. Der ist schon lange abgestürzt. Siehst, der hat ohne Netz gearbeitet. Das war ja das Ausgefallene. Dafür haben die Leute zahlt. Die haben nur gewartet, dass er runterfällt und sich erschlagt. Dann ist passiert. Samt seiner Tochter. Aber komm, gehen wir. Zum Naschenmarkt. Dort verdienen wir uns ein Frühstück. Wir sind fertig. So, da habt jeder was. Na, viel ist das aber nicht. Was wollt ihr denn noch für die paar Kisten? Wollen Sie vielleicht noch was zurück? Aber geht. Die will uns ja nur ausnützen. Einen richtigen Markthelfer muss sie viel mehr zahlen. Komm, gehen wir. Weißt, das ist überhaupt keine Arbeit für mich. Ich müsste eine Lehrstelle finden, in einer Werkstatt. Dass du mir endlich Ruhe gibst. Ich zeig dir eine. Wirst ja sehen, dass nichts ist. Das muss man erst beweisen. Mein Vater hat das auch immer gesagt. Zwei paar Würstelgledigste bitte. Dein Vater ist ja gescheiter als du. Wirst ja sehen, wie sie auf dich warten. Ein Lehrstuhl? Das kostet mir ein Locher. Zähne sind schon auch mit bei mir. Von lauter gute Freunde Buben. Und nicht einen einzigen kann ich einstellen. Obermechaniker, können Sie mir schon 100 allein? Ihr redet keinen Blödsinn. Ich werde schon was finden. Aber ohne mich? Pass auf, ich sag dir was. Das gehen wir jetzt verdoppeln. Komm, gehen wir. Na, so dummelt dich schon. Na, gehen wir schon. Nix. Ich bin neugierig. Werden wir sehen. Schon besser. Na, was sagst du jetzt? Geh, schaut euch den an. Na, lass ihn mach. Bravo, dem Kerl. Ja, der Luna! Polizei! Renn schon, renn's. Was ist denn los? Renn weg. Ich glaube, es wird nicht viel Zweck haben. Aber trotzdem, ich werde mit dem Chef reden. Warte ein bisschen. Ja, was fällt denn denn da ein? Der macht ja gerade, als ob er bei uns schon eingestellt wird. Frechheit. Bisschen, ich will nur sagen wollen, dass ich arbeiten will. Na ja, vielleicht heutzutage bald einer. Aber wir können die wirklich nicht brauchen. Ich muss das schon woanders probieren. Na, so geht das nicht. Das ist ausgeschlossen. Na, viel zu viel. Also ich gebe was drum, wenn ich jetzt wüsste, wo der Lauser steckt. Das ist im Augenblick ganz uninteressant. Herr Doktor, wenn Sie so weitermachen, bleibt von meinem ganzen schönen Artikel wirklich nichts mehr übrig als der Titel. Der Autodieb aus Leidenschaft. Sie denken immer nur an die Überschriften, an die Aufmachung. Natürlich müssen wir unsere Zeitungen auch verkaufen, sonst meutern die Geldgeber. Aber hier hätten wir endlich einmal die Möglichkeit, an einem packenden Fall das ganze Jugendproblem aufzurollen. Verstehen Sie denn das nicht? Aber Herr Doktor, Sie sind ein viel zu guter Mensch. Die heutige Jugend taugt einfach nicht mehr. Zu meiner Zeit, da war das ganz anders. Auch heute will die Jugend etwas leisten, Frau Nowak. Aber es gibt keine Arbeitsplätze und keine Lehrstellen. Die Jugend begeistert sich für die Technik, aber sie hat keine Möglichkeit, etwas zu lernen. Ich gehe schon. Meinen Artikel schreiben Sie und ich suche inzwischen wieder einmal den Ausreißer.
für Sie, damit Sie neues Material für den nächsten Artikel haben. Suchst du jemanden? Ja, ich suche den Herrn Simmerl, bitte. Herrn Simmerl? Ich glaube, der ist da reingegangen. Es ist anzunehmen, dass der 15-jährige Autodieb aus Schöndorf in seiner Angst vor Strafe ziellos durch die Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Na, das ist gar nicht so. Ich suche den Herrn Singer. Und der sucht dich. Ja, Frau Nobab, rufen Sie ihn sofort zurück. Na, komm mal her. Simmerl! Na, du bist mir der Richtige. Schmeißt mir einfach alles über den Haufen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Artikel? Zuerst muss was mit dem Buben geschehen. Sag einmal, was hast du denn gemacht? Hast du einen Hunger? Ja. Da ist. Danke. Na, mich trifft der Schlag. Sowas? Das ist doch unglaublich. So, wie kommst denn du da her? Ich wollte zu Ihnen, Herr Simmerl. Ach so. Und wo bist du die ganze Zeit gesteckt? Wir haben ein bisschen Wiener abgeschaut. Wien hat er sich angeschaut, oder? Was machen wir jetzt, Herr Doktor? Ja, das werden Sie schon sehen, Herr Simmerl. Ich werde das in meinem neuen Artikel auseinandersetzen. Spannen Sie ein neues Blatt ein, Frau Nowak. Und Sie rufen inzwischen die Polizei an. Aber Herr Doktor, wir können ihn doch nicht der Polizei ausliefern. Na, dann bringen Sie ihn eben gleich ins Kreisgericht. Da sollte er hinkommen. Nein, ins Kreisgericht morgen nicht. Der Bub gehört nur einmal ordentlich durchkaut. Nein. In meinem Artikel werde ich zeigen, wie eine Zeitung helfend eingreifen kann. Also komm. Da hol dich wieder raus, komm. Fährst du jetzt mit meinem Auto? Komm. So. Ausgeschlafen? Hab keine Angst. Ich bin nicht von der Polizei, ich bin von der Zeitung. Ach so. Ja. Gehört der Topolino Ihnen? Ja. Gefällt er dir? Ja. Wie schnell geht er denn? Rennwagen ist ja gerade keiner mehr, aber fahren tut er noch. Sonst kennen Sie mir ein Benzin leihen. Leider, mein Freund. Ich komme selber höchstens bis zur nächsten Tankstelle. Oje. Wohin fahren Sie denn überhaupt? Nach Schöndorf. Nach Schöndorf? Zu deinen Eltern. Wenn's willst, bringe ich dich hin. Und was geschieht mit dem Wagen da? Es könnte doch einer kommen und ihn stehlen. Du bist ein Schlauger, mein Lieber. Also komm, ich werde dich jetzt anhängen. Du, der Gendarm wird sich giften. Entschuldigen, Herr Reporter, haben Sie ein Seil da? Ketten sogar. So, ja. Wie viel? 5 Liter für den Wagen da. Wie viel macht's? 21 Schilling. 21 Schilling? Oje. Oh, yeah. Jetzt habe ich mein Geld im anderen Anzug vergessen. Aber warten Sie einen Moment. Jo. So sind 10. Moment doch. 13, 16, 19, 19. Oje. Oh, yeah. Hast du vielleicht 2 Schilling? Moment. Er schaut noch. Ja. Einer. Ist 20. Mir ist sehr unangenehm, dass ich Ihnen den Schilling schuldig bleiben muss. Aber beunruhigen Sie sich bitte nicht. Ich bin nämlich von der Presse. Ach so. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, sowas. Du bist verhaftet. Ja, warum denn? Red nicht so viel, gehen wir. Moment, Herr Spektor, und was wird aus dem Wagen da? Ja, richtig. Hey.
Das Corpus Delicti muss ja auch noch sichergestellt werden. Herr Spektor, bitte, bleiben Sie einen Augenblick. Verhaften Sie mal den Buben da noch einmal. Ich möchte gerne ein nettes Foto von Ihnen. Mischen Sie sich doch in die Namenzahlung da hinein. Moment, Augenblick. Ortschandant verhaftet 15-jährigen Autotyp im Beisein unseres Reporters Harvey Simmel. So, einer. Ja, ja, machen Sie doch keinen Blödsinn da. Hängen Sie lieber den Wagen an. Das haben Sie ja vorhin sehr gut getroffen. Ah, da kann ich ja gleich wieder fahren. Ja, aber ohne Motor, mein Lieber. Jetzt kommst du mit zur Gendarmerie. Da werden wir das Auto vorhin schon abgewinnen. Ja, schau nur. Das wirst du schon sehen. Herr Brunner, bestehen Sie weiter auf der Anzeige? Ja, Herr Kommandant. Recht muss recht bleiben. Wo kommen wir denn sonst hin? Na schön. Also, Franzl, wir bezweifeln nicht, was du gesagt hast. Aber jetzt erzähl einmal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das Auto zu nehmen? Ich weiß nicht. Es ist da gestanden. Der Schlüssel hat gesteckt. Und da habe ich halt fahren wollen. Sonst darf ich es ja nicht. So eine Ausrede kennt jeder Dieb haben. Mein Franzl ist kein Dieb. Sag einmal, Franzl, hast du schon immer zu den Autos hingezogen? Ja, schon wie ich ein kleiner Bub war. Wissen Sie, nach dem Krieg, da waren doch überall die vielen Fahrzeuge auf den Feldern. Da bin ich oft hingegangen und hab geschaut, ob so eine Mutter nicht wieder gehen könnte. Gar nicht in die Schule hat er mehr gehen wollen. So gefreut hat er ihm das. Dafür hat er Automechaniker werden wollen. Das möchte er heute noch. Aha, verhinderter Mechaniker wird zum Autodieb. Ah, wollen Sie damit sagen, dass ich ihn dazu gemacht hab? Aber Herr Buindner. Ich hätte ihn ja gern was lernen lassen. Aber ich bin ja nicht der reiche Herr Brunner, der seinen Sohn auf die landwirtschaftliche schickt und sich Maschinen kaufen kann. Das sind unsere Maschinen. Aber ausleihen kommst du zu mir. Also Ruhe jetzt endlich. Ja, weiß wo ist. Franzl, pass auf. Ich nehme jetzt zu Protokoll, du hast den Wagen nicht stehlen wollen, sondern nur fahren. Sehr richtig, nur Gebrauchsdiebstahl. Danke für die Aufklärung. Ja, was ist denn das? Das heißt, er wollte den Wagen nicht behalten, sondern er wollte ihn nur benutzen. Ach so. Schau, Franz, nein jetzt nicht. Ich habe meine Vorschriften und an die muss ich mich halten. Muss den ins Kreisgericht abliefern. Sie können ihn gleich mitnehmen. Jawohl. Haben Sie nicht den Burm da gesehen? Was ist der Burm? Der da gesessen ist. Nein. Warten Sie einen Moment. Fixen einmal. Also fahren Sie weiter. Meinen Rücken sich so reinschwindeln, das habe ich nicht gern. Komm lieber nach vorn. Wo wirst du denn wohnen? Bei meiner Tante. Wo wohnt denn deine Tante? Gleich bei der Kirche. Bei was für einer Kirche denn? Na, die am Hauptplatz. Ach so, beim Hauptplatz. Du wirst aber lang suchen müssen. Warum denn? Weil du gar keine Tante hast. Schade, dass so ein netter Bursch wie du solche Raubersgeschichten erzählt. Also, wenn du bei mir bleiben willst, musst du schon die Wahrheit sagen, was mit dir los ist. Du kannst es ja noch überlegen. Thank you.
ganzen neumodischen Sachen. Und dann soll er sich ein Madel nehmen, die was mitbringt in die Wirtschaft. Ja, ja. Das ist jetzt ein Blog mit den Buben. Keiner will ein Bauer werden. Und der meinige schon gar nicht. Immer hat er nur seine Motoren im Kopf. Aber Auto fahren, tut er wie ein Alter. Keine Aufregung, meine Herrschaften. Erst einmal zahlen. Ich will ja nicht um mein Geld kommen. Ja, zack, auf die junge Weiber hast du schauen können, aber auf meinen Wagen aufpassen nicht. Ich schaute wieder endlich, du Hirsch. Zurück da, zurück. Vielleicht finde ich noch eine Spur. Was könnte das für Fallot gewesen sein? Hör sich einer aus der Stadt. Aber beruhigen Sie ihn, Herr Brunner. Sie kriegen den Wagen bestimmt wieder zurück. Bei uns ist alles tadellos organisiert. Ja, ja, die Siege. Ich mach sofort eine Zirkularmeldung. Ja, ja, du mit deiner Zirkularmeldung. Schau, dass du meinen Wagen wieder herbringst. Notieren Sie bitte. Aero 30 N3007. Farbe grün, Innenlenker, links gesteuert. Ja, links gesteuert. Mutmaßlicher Täter. Ja, da... Da tapp ich noch im Dunkeln vorläufig. Bitte schreiben Sie einstweilen unbekannter Täter. Der Besitzer des Wagens, Leopold Brunner, Schöndorf. Ein Moment bitte. Stören Sie da nicht, Frau Pointnepp, gerade so ein wichtiges Amtsgespräch. Wissen Sie denn gar nicht, was geschehen ist? Im Brunner sein Wagen haben Sie gerade gestohlen. Wegen dein Kummi, ja. Ich glaube, der Franzl ist. Was sagen Sie? Der Franzl? Moment bitte, da ist etwas sehr Wichtiges. Reden Sie schon, Pointnerin, was ist denn los? Sie wissen doch, Herr Grenn, da war schon mal so eine Geschichte mit einem Motorrad, wo er den ganzen Tag weg war. Aber er ist doch wieder heimgekommen auf die Nacht. Und er wird auch jetzt wieder kommen. Gehen Sie bitte, machen Sie keine Anzeige. Momentel. Hallo? Ja, dieses, ich darf im Dunkeln können so streichen. Ich habe soeben den Täter eruiert. Notieren Sie, Pointner Franz, 15 Jahre alt, österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Schöndorf, Nummer? 65. Sohn des gleichnamigen Landwirtes. Größe. Wie groß ist denn der Franzl? Jesus, das Unglück. Wie groß wird er denn sein? Bis daher wird er mir halt gehen. Jesus, das schauen. Größe 168 cm. Bitte geben Sie die Meldung auch durchs Radio weiter. Mein Gott, durchs Radio. Jetzt wissen es alle Leute. Jawohl, Ende. Achtung! Eine Durchsage. Gestohlen wurde in Schöndorf, Niederösterreich, ein Aero 30, polizeiliches Kennzeichen N3007. Innenlenker, Farbe grün. Mutmaßlicher Täter, Franz Pointer aus Schöndorf, bitte steht doch 15 Jahre das Radio alt, man kann sich nicht einmal in Ruhe groß, dunkelblond. Ihr habt erst recht, unser Dauerwellenpräparat war Mist. Das ist gar nicht zu leugnen, den Frauen sind die Haare ausgefallen. Schrecklich. Ja, ja, ich kenne eine. Hoffentlich kommt nichts davon in eure Zeitung. Ja. Mein Chef wäre sehr dankbar, wenn du ein bisschen... Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber sag, hast du mir eine Rasiercreme mitgebracht? Ja? Ja, wenn ich schon eine frisierte Reportage über eure Kosmetikfabrik schreiben soll? Nein, das fiel unter das Kapitel Bestechung der Presse. Aha, der Jurist meldet sich. Leider nicht, sondern nur der geplagte Sekretär. Aber zeig her, was du geschrieben hast, bevor es in Druck geht. Du kannst dir vorstellen, dass den gestern etwas sehr interessiert. Gar nichts zu tun, meine Herrschaften. Es ist wirklich noch nichts los. Er wird schon kommen. Sagen Sie, Siemer, ja, bitte. Haben Sie die Durchsage nicht gehört? Sie sollten schon längst hinter der Sache her sein. Wieso? Sie suchen doch immer noch Sensationen, da haben Sie eine. Meinen Sie den Bauernbuch mit dem Auto? Na, selbstverständlich. Warum sitzen Sie nicht schon längst in Ihrem Wagen und fahren nach Schöndorf? Muss es denn immer ein Mord sein oder ein Gangsterüberfall? Ja, verstehen Sie denn noch immer nicht? Na. Das Motiv will ich wissen. Warum stiehlt ein Bauernbusch ein Auto? Das ist fantastisch. Amokfahrt durch Niederösterreich, das mache ich. Ich habe ohne dies heute noch keine Zeile verdient. Dann wird es aber Zeit für Sie. Ja, ich bin auch schon weg. Ja, komm, bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Also heiß und beinbruch. Ja, danke.
Du hast ja eine schönere Beschäftigung als ich, bei dir ist immer etwas los. Guten Abend. Guten Abend. Ja, aber dabei habe ich kein Privatleben. Du, ich komme nicht einmal dazu, mein Rendezvous abzusagen. Du bist ein so nettes Mädel. Tu mir den Gefallen. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Du wirst sie kennenlernen. Du gehst hin, entschuldigst mich bei ihr und sagst, es handelt sich um einen Kriminalfall. Hm? Komm. Also, servus. Ah, Harjo, gute Fahrt. Und bitte erledigt mir das, ja? Ja. Und die Adresse? Jesus, die Adresse. Schreib auf, bitte. Also? Monika Seiler. Monika Seiler. Troststraße 44. Sie an. Ihnen müsste man die Fürsorge auf den Hals schicken. Herr, wer lässt einen Schritt an einen Familienvater? Frau Seiler, Sie haben ganz recht gehabt. Sie sind doch Frau Seiler. Ja. Kommen Sie zu uns? Ja, ich soll Ihnen etwas ausrichten. Ja, bitte kommen Sie herein. Dass du dich auch fortwährend um fremde Kinder kümmerst, Monika. Wir haben doch genug eigene Sorgen. Bitte. Besuch ist da, Mutter. Darf ich mich vorstellen, Bergmann? Ich freue mich sehr. Sie haben ja eine nette Nachbarschaft, Frau Seiler. Was wollen Sie denn schon wieder? Das eine möchte ich Ihnen sagen. Hätten Sie lieber auf Ihren eigenen Bruder aufpasst, dann wäre nicht eingesperrt worden. Ach, Schand fürs ganze Haus. Überhaupt mischen Sie noch nicht in meine Angelegenheiten. Geh lieber was arbeiten, statt dass wir unsere Steuern leben. So, jetzt ist mir leichter. Hab ich dir? So eine Unverschämtheit. Mir ist das alles schrecklich peinlich, Herr... Bergmann. Herr Bergmann, wir haben nämlich ein Unglück in der Familie. Einen ungeratenen Sohn. Ja, das ist eine allgemeine Zeiterscheinung. Jetzt nach dem Krieg ist das kein Wunder. Ich kenne das. Ich habe auch einmal mit solchen Dingen zu tun gehabt. Haben Sie auch so einen Fall? Bitte. Nein, nein, ich wollte einmal Jugendrichter werden. Deshalb. Ach so. Wie ich noch Lehrerin war. Jetzt bin ich ja schon in Pension. Da hat es so etwas nicht gegeben. Auch, dass ein junges Mädchen nicht ihren Beruf ausüben kann. Was ist sie denn? Gelernte Kindergärtnerin. Aber sie bekommt keine Anstellung. Da muss man eben umsacken. Das habe ich ja auch machen müssen. Aus materiellen Gründen. Aber sie tut es nicht. Aus purem Eigensinn. Ich kann sagen, was sie... Nein! Weil ich meinen Beruf liebe. Oh, entschuldigen Sie, Herr Bergmann, aber Sie wollten mir doch etwas ausrichten. Ah ja, richtig. Mein Freund Harry musste aufs Land fahren. Er soll da irgendetwas über einen 15-jährigen Buben, einen Autodieb, in Erfahrung bringen. Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Da müssen schon den Vater fragen. Kommen Sie bitte. Vater, da ist ein Herr mit einem Auto kommen. Der will mit dir reden. Also Sie sind der Vater. Freue mich, Simmel ist mein Name, Harry Simmel. Komm von der Zeitung, von der Weltpost. Aha. Ja, sagen Sie bitte, haben Sie an Ihren Sohn eigentlich schon früher irgendwelche gefährliche Neigungen entdeckt? Kleine Diebstähle, nächtliche Abenteuer und dergleichen? Gottes Willen, was wollen Sie denn? Schau, dass Sie in Kirchen kommst, Toni. Na, geh schon. Herr Boender, schauen Sie, Sie müssen mich recht verstehen. Ich suche das Motiv. Für jedes Delikt gibt es doch gewissermaßen ein Motiv.
Und für das Ihres Sohnes interessiert sich unsere Zeitung ganz besonders. Gottes Willen, wird doch nicht der Bub noch in die Zeitung kommen. Mutter, komm runter. Ist in Franzlacht was passiert? Weiß man schon, wo er ist? Ah, die Mutter. Haben Sie vielleicht an Ihren Sohn irgendeine besondere Beobachtung gemacht? Ich meine, so einen Trieb, einen abwegigen Hang bemerkt. Was soll ich bemerkt haben? Irgendeinen Trieb. Ich weiß nichts. Ist dir was aufgefallen beim Franzl? Ich weiß auch nichts. Die Motore hat er halt immer im Kopf gehabt. Ah, Motore. Sehr interessant. Bitte schön, stellen Sie sich vielleicht da her. So, und die Mutter folgt auch gleich nach. Du verschwind. Nix ist, nix ist. Der Traktor gehört gar nicht mir, den muss ich heute noch zurückbringen. Und fotografiert wird überhaupt nichts auf meinem Hof. Nach der letzten Meldung soll der Bub ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt sein. Ja. Anscheinend ist er auf dem Nachhausweg. Am besten Sie fahren gleich meinen Posten nach. Ja, danke schön. Na, auf Wiedersehen. Sie können gleich losfahren. Was ist denn passiert? Herrgott, nur mal. Der Brunner leiht mir ja seinen Traktor nicht mehr, wenn da was zählt. Teufel, nur mal. Was ist denn da los? Pass auf, Vater, dass da nichts geschieht.
Aber gerade heute, wo ich mit dem Ackern fertig werden soll. Geh, reg dich nicht auf. Du weißt doch, ich muss morgen dem Brunner den Traktor zurückbringen. Der schlagt mich an, wenn er nicht mehr geht. Soll den Franzl rufen, der kennt sie aus. Ah, geh du mit deinem Franzl. Find den Fehler schon selber. Schau. Da fehlt doch was. Aber man es doch gleich denkt. Gewiss hat der Mistbub wieder seine Hand im Spiel gehabt. Da. Alles lass da liegen und stehen. Franzl. Komm runter. Franzl. Ja, ich komm schon. Das hast du von deiner Gutheit. Kaum dreht man sich weg, spielt der Bub mit dem Motor herum. Ich werd's ihm geben. Geh, Vater, ist er der Leidenschaft für deinen Buben. Franzl! Die Einspritzdüsen war verrußt. Ich hab den Fehler gleich rausgefunden. Na, mach schon, mach schon. Ich brauch den Traktor. Na, hörst, wie geht's gleich anders geht? Halt, jetzt ist Schluss. Du schau, dass du deine Arbeit kommst. Da geh ich dumm mit dich. Und wenn's mir da noch einmal was anrührst, dann geh ich rauf und hau dir den ganzen Krempel weg. Und du hast auch nichts zu tun? Da gehen wir, gehen wir. Franzl, was hast denn? Oh, nix. Lass das nicht verdrießen, Franzl, wenn der Vater wieder böse war. Ich war heute so gern mit dem Traktor gefahren. Schau, ich ärger mich auch. Gerade heute ist er so. Mir scheint, da wird nichts aus dem Feuerwehrball. Ach so? Auf das habe ich ganz vergessen. Schon die ganze Woche freue ich mich drauf. Möchte so gern hingehen. Geh, Franzl. Red du mit der Mutter, dass den Vater wieder auf gleich bringt. Ich rede schon mit der Mutter, dass wir alle miteinander gehen können. Ich hab's ja gewusst. Auf dich kann ich mich verlassen. Wo ist denn der Franzl? Zu Hause ist er. Ah, oh, grüß dich, Franzdacher. Servus, Brunner. Da kannst du dich grüßen, du Lauser. Grüß dich, Brunner. Na, nicht nur Platz da. Extra feins Platzl reserviert. Grüß euch, gut alle miteinander. Grüß euch. Ein Liter Wein, aber den besten. Mehr kriege ich Bier. Ja, gleich. Ja, grüß dich, Gointler. Grüß dich, Bruno. Du warst wieder in der Stadt? Ja, ich habe mir neue Maschinen angeschaut. Was ist mit meinem Traktor? Hoffentlich hast du nicht hingemacht, Gointler. Ich sag's ja allerweil, so einen Traktor soll man gar nicht herleihen.
Sonst zahlt man nur drauf mit seinen Gefälligkeiten. Na, aber sonst tut es ja eh nicht. Du meinst, wir haben den Traktor geschenkt gekriegt? Und sonst ist er tot. Nicht einmal der. Morgen in der Früh steht der Traktor wieder auf deinem Hof. Ja, ja, steh nur hin, du. Na, gerne. Gehen wir tanzen? In der Wirtschaft, da muss alles ganz modern werden. Elektrische Melkmaschinen schaffen wir an. Und in der Küche, da muss alles elektrisch werden. Und ein Badezimmer lassen wir einrichten. Für die Weiberleute extra eins. Da können sie umeinander spritzen. Ja, und den Klaus, den schicke ich auf die landwirtschaftliche Schule, damit er was lernt, der dumme Kerl, dass er sich auskennt. Thank you.
ausgeschlafen? Hab keine Angst. Ich bin nicht von der Polizei, ich bin von der Zeitung. Ach so. Ja. Gehört der Topolino Ihnen? Ja. Gefällt er dir? Ja. Wie schnell geht er denn? Rennwagen ist ja gerade keiner mehr, aber fahren tut er noch. Sonst kennen Sie mir ein Benzin leihen. Leider, mein Freund. Ich komme selber höchstens bis zur nächsten Tankstelle. Oje. Wohin fahren Sie denn überhaupt? Nach Schöndorf. Nach Schöndorf? Zu deinen Eltern. Wenn es willst, bringe ich dich hin. Und was geschieht mit dem Wagen da? Es könnte doch einer kommen und ihn stehlen. Du bist ein Schlauger, mein Lieber. Also komm, ich werde dich jetzt anhängen. Du, der Gendarm wird sich giften. Entschuldigen, Herr Reporter, haben Sie ein Seil da? Ketten sogar. So, ja. Wie viel? 5 Liter für den Wagen da. Wie viel macht's? 21 Schilling. 21 Schilling? Oje. Oh, yeah. Jetzt habe ich mein Geld im anderen Anzug vergessen. Aber warten Sie einen Moment. Jo. So sind 10. Moment doch. 13, 16, 19, 19. Oje. Oh, yeah. Hast du vielleicht 2 Schilling? Moment. Er schaut noch. Ja. Einer. Ist 20. Wäre sehr unangenehm, dass ich Ihnen den Schilling schuldig bleiben muss. Aber beunruhigen Sie sich bitte nicht. Ich bin nämlich von der Presse. Ach so. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, sowas. Du bist verhaftet. Ja, warum denn? Red nicht so viel, gehen wir. Moment, Herr Spektor, und was wird aus dem Wagen da? He? Ja, richtig. Hey. Das Corpus Delicti muss ja auch noch sichergestellt werden. Herr Spektor, bitte, bleiben Sie einen Augenblick. Verhaften Sie mal den Buben da noch einmal. Ich möchte gerne ein nettes Foto von Ihnen. Mischen Sie sich doch in die Namenzahlung da hinein. Augenblick. Ortsgendarm verhaftet 15-jährigen Autodieb im Beisein unseres Reporters Harvey Simon. So, einer. Ja, ja, machst du keinen Blödsinn da. Hängen Sie lieber den Wagen an. Das haben Sie schon vorhin sehr gut getroffen. Ah, da kann ich ja gleich wieder fahren. Ja, aber ohne Motor, mein Lieber. Jetzt kommst du mit zur Gendarmerie. Da werden wir das Auto vorhin schon abgewinnen. Ja, schau nur. Das wirst du schon sehen. Herr Brunner, bestehen Sie weiter auf der Anzeige? Ja, Herr Kommandant. Recht muss recht bleiben. Wo kommen wir denn sonst hin? Na schön. Kommissar Franzl, wir bezweifeln nicht, was du gesagt hast. Aber jetzt erzähl einmal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das Auto zu nehmen? Ich weiß nicht. Es ist da gestanden, der Schlüssel hat gesteckt und da habe ich halt fahren wollen. Sonst darf ich es ja nicht. So eine Ausrede kennt jeder Dieb haben. Mein Franzl ist kein Dieb. Sag einmal, Franzl, hast du dich schon immer zu den Autos hinzogen? Ja, schon wie ich ein kleiner Bub war. Wissen Sie, nach dem Krieg, da waren doch überall die vielen Fahrzeuge auf den Feldern. Da bin ich oft hingegangen und habe geschaut, ob so eine Mutter nicht wieder gehen könnte. Gar nicht in die Schule hat er mehr gehen wollen. So gefreut hat ihm das. Dafür hat er Automechaniker werden wollen. Das möchte ich auch heute noch. Aha, verhinderter Mechaniker wird zum Autodieb. Wollen Sie damit sagen, dass ich ihn dazu gemacht habe? Aber Herr Buindner. Ich hätte ihn ja gern was lernen lassen. Aber ich bin ja nicht der reiche Herr Brunner, der seinen Sohn auf die landwirtschaftliche schickt und sich Maschinen kaufen kann. Das sind unsere Maschinen. Aber ausleihen kommst du zu mir. Also Ruhe jetzt endlich. Ja, weil es wahr ist. Franzl, pass auf. Ich nehme jetzt zu Protokoll, du hast den Wagen nicht stehlen wollen, sondern nur fahren. Sehr richtig, nur Gebrauchsdiebstahl. Danke für die Aufklärung. Ja, was ist denn das? Das heißt, er wollte den Wagen nicht behalten, sondern er wollte ihn nur benutzen. Ach so. Schau, Franzl, wein jetzt nicht. Ich habe meine Vorschriften und an die muss ich mich halten. Muss den ins Kreisgericht abliefern. Sie können ihn gleich mitnehmen. Jawohl.
sagen Sie, haben Sie nicht den Burm da gesehen? Was ein Burm? Der da gesessen ist. Na, warten Sie einen Moment. Fixen einmal. Weiter. Ja. Hallo! Hinter meinen Rücken sich so reinschwindeln, das habe ich nicht gern. Komm lieber nach vorn. Wo wirst du denn wohnen? Bei meiner Tante. Wo wohnt denn deine Tante? Gleich bei der Kirche. Bei was für einer Kirche denn? Na, die am Hauptplatz. Ach so, beim Hauptplatz. Du wirst aber lang suchen müssen. Warum denn? Weil du gar keine Tante hast. Schade, dass so ein netter Bursch wie du solche Raubersgeschichten erzählt. Also, wenn du bei mir bleiben willst, musst du schon die Wahrheit sagen, was mit dir los ist. Du kannst es ja noch überlegen. Leo! Mach's Tor auf! Wie du dir das vorstellst, am Posten kriegen. In was für ein Märchenbüchel hast du denn das gelesen? Ich habe mir gedacht, wenn man was kann und seine Sache versteht, dann können sie ihn doch brauchen. Hast du eine Ahnung, wie viel da herumrennen, die man brauchen könnte? Das verstehe ich nicht. Na pass auf, das ist doch ganz einfach. Wenn weniger zum Arbeiten ist, braucht man weniger Leute. Dann haben die übrigen nichts zu tun. Kapierst das? Ja. Aber warum ist denn so wenig zum Arbeiten? Ja, das verstehe ich auch nicht. Man muss schon die Herren von da oben fragen, die damit zu tun haben. Du bist gut. Da hast. Weißt, heute muss man schon etwas ganz Ausgefallenes können. Vanillesoße. Das ist eine Nase. Der passt in die Theodolga. Also? Ich bin einverstanden. Aber lernen muss die Jugend, sonst wird nichts aus ihr. Ich danke Ihnen recht schön, Herr Direktor. Mir fällt der Stein vom Herzen. Das ist schon gut, schon gut. Na komm, Karl. Also auf Wiedersehen, lieber Herr Bosch. Dankeschön, Herr Direktor. Meine Arbeiter können immer mit dem Verständnis ihres Chefs rechnen, nicht, Herr Bergmann?
Sicher, Herr Kommissar. Ja. Gerade deshalb möchte ich Sie erbitten, den letzten Absatz des Artikels zu lesen. Da wird nämlich an das Herz eines Menschen appelliert, helfend einzugreifen. Und in diesem Zusammenhang würde die Öffentlichkeit wieder einmal etwas über Ihr gutes Herz erfahren. Rufen Sie mir den Personalchef Kunze, die Fiedler aus der Reklamabteilung und alles, was zu einer Sitzung notwendig ist. Bitte, Herr Kestranek. Der Bub könnte eine Sensation werden. Das Ding funktioniert wirklich, Frau Fiedler. Ja. Bitte Platz zu nehmen. Meine Herrschaften, wenn Sie Zeitung gelesen haben, müsste Ihnen etwas aufgefallen sein. Die Konkurrenz hat wieder einmal versucht. Aber. Sie meinen die vielen Entlassungen in der Industrie. Und Sie? Ich glaube, man müsste... Keine Unterstützung von Ihnen. Kein Kopf, ich bin der Einzige. Wie immer. Da ist ein jugendlicher Autodieb. Hochbegabter Bursche möchte Mechaniker und Chauffeur werden. Wäre das nicht etwas für uns? Ja, wir sind doch keine Autofirma. Und Ihre Meinung? Hervorragend. Ein Reklameschlager ersten Ranges. Autodieb rasiert sich nur mit Theodol-Rasiercreme. Reden Sie keinen Unsinn. Aber er ist doch erst 15 Jahre alt, Frau Fiedler. Da machen wir etwas anderes. Zum Beispiel weiße Zähne wie der Autodieb. Putzen Sie es nur mit Theodol-Zahnpasta. Für Bogenplakat 100.000 Auflage. Sie haben keine Ahnung, worum es geht. Der Bub ist doch kein Reklameschlager. Was denn? Meine Herrschaften, Sie sind weniger tüchtig, als Sie mich Geld kosten. Meine Propaganda. Bringen die Zeitungen gratis. Gratis? Das gibt es nicht. Der Erfolgreiche braucht außer Verstand auch Herz. Und mein Herz sagt mir, wir nehmen ihn als Lehrling in unsere Werkstätte auf. Vater Kali Bosch, gleich einen Kameraden. Ja, wo denken Sie hin? Zwei Lehrlinge können wir nicht brauchen. Aber Herr Kestranek, Sie können doch Ihre Zusage an Bosch nicht rückgängig machen. Bergmann, das Wohl der Firma geht mir über alles. Ich bitte um Ihre volle Aufmerksamkeit. Presseaussendung. Kommerzialrat Kestranek, der führende Kopf unserer heimischen Kosmetikindustrie, nimmt sich eines Gestrauchelten an. Als bewährter Freund der Jugend konnte sich sein warmes Herz nicht dem tragischen Schicksal des Autodiebs aus Leidenschaft verschließen. Er ist im Begriffe, jede Maßnahme zu ergreifen, um den Jugendlichen einen neuen Lebensweg zu eröffnen, ihn frei zu bekommen und ihn als Mechanikerlehrling in die betriebseigenen Werkstätten der Theodolwerke einzustellen. Unter seiner Führung wird Franz Pointner zu einem rechtschaffenen Arbeiter erzogen werden. Punkt. Über meine privaten Qualitäten können Sie noch selbst etwas hinzufügen. Na, ist das eine Propaganda? Herr Direktor, ich habe eine Idee. Jetzt nicht. Bitte verbinden Sie mich mit den zuständigen Behörden. Da ist eine Sache, die den Minister interessiert. Wir brauchen dringend den Akt Pointner. Franz Pointner. Der Akt muss in Ihrer Abteilung liegen. Wozu brauchen Sie den, Herr Justizrat? Ach so. Die Theodolwerke wollen den Burschen haben. Was für eine Zeitung hat sich eingeschaltet? Absurd. Na, soll die Sache ihren Lauf nehmen. Ich schicke Ihnen den Akt. Kommen Sie mit. Lassen Sie jetzt herein. Bitte. Warum haben Sie meine Mutter rufen lassen, Herr Doktor? Nehmen Sie Platz. Wir haben Nachricht über Ihren Sohn. Siehst du, Mutter, ich habe ja immer gehofft. Er ist in der Fremdenlegion. In der Fremdenlegion? Das ist das Ende. Tja, aus Afrika holt man schwer einen zurück. Mitgegangen, mitgefangen. Da werden wir unseren Rudi vielleicht gar nicht mehr wiedersehen. Daran sind Sie schuld, Herr Doktor. Wieso? Ich? Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie. Aus Ihrer Anstalt ist er nur ausgebrochen, weil Sie ihn falsch behandelt haben. Die Methoden waren empörend, solange Sie Direktor waren. Deshalb hat man Sie auch abgesetzt. Aber aus Ihrem Haus ist er einbrechen gegangen, weil Sie ihn falsch erzogen haben. Gangsterfilme, Schundliteratur, Umgang mit Tagedieben, alles haben Sie durchgehen lassen. Zu mir kam er schon als kriminelles Element. Ja, aber Sie hätten ihn auf den richtigen Weg führen müssen. In Ihren Händen lag es, aus ihm wieder einen anständigen Menschen zu machen.
Er wird in der Wüste zugrunde gehen. Er war ein guter Sohn. Frau Seiler, Ihre Mutter liebe ihn ehren, aber was dem Burschen Not tut, ist strenge Zucht. Nein, echtes, helfendes Verständnis. Helfendes Verständnis? Wie wollen Sie da helfen? Es gibt tausend solcher Fälle. Jeden Tag etwas Neues. Wir haben da einen Bauernburschen, 15 Jahre alt, aus solider Familie. Und er stiehlt Autos. Es handelt sich um den Franz Pöntner. Ja. Ich kenne den Fall. Und warum ist das so? Weil nichts für die Jugend geschieht. Wenn man schon die Verhältnisse nicht ändern kann, im Einzelfall kann man doch helfen. Vater, was machst du da drum? Ausmisten tue ich. Dem Franzl sein Krempel. Ich glaube, es ist was Wichtiges. Vater, den Franzl haben's freilassen. Na komm schon. Was? Der Franzl kommt wieder? Ja, den Franzl haben's freilassen. Ja, und eine Lehrstelle habe ich auch für ihn. Was sagen Sie jetzt? Automechaniker kann er werden. Und Sie arbeiten als Knecht bei mir, was? Ja, als Knecht. Nein, nein, wenn er schon freikommen soll, dann werde ich ihn erst einmal richtig einspannen. Schauen Sie, Herr Bottner, ich habe gehört, der Franzl, der hat eine technische Begabung. Ja. Und das, was ich immer gesagt habe. Da müssen Sie schon ein Opfer bringen. Geh, Vater, hast du noch nie. Und ohne Franzl werden wir auch zurechtkommen. Aber habt ihr mich gern, Weiberleid. Aber Herr Bottner, es handelt sich doch um Ihren Sohn. Wann kommt er denn, der Franzl? Herr Pöntner, der Bub läuft Ihnen doch davon, wenn Sie ihn nichts lernen lassen. Dann kommt er auf die schiefe Bahn. Schauen Sie, ich habe selbst erlebt, wie ein junger Mensch zum Verbrecher geworden ist, nur weil er nichts hat lernen können. Das war mein eigener Bruder. Frau Pöntner, die ganze Stadt schaut doch jetzt auf Ihren Mann. Ja, ich habe doch den Franzl schon in die Zeitung gebracht. Na, bitte lesen Sie die Überschrift. Der Pöntner Franzl erhält eine Lehrstelle. Na, was sagen Sie jetzt? Geh, Vater. Hab da einsehen. Ja, wirklich. Schauen Sie, Ihr Bub kommt in die Theodolwerke. Wissen Sie, was das heißt? Ja, wer wird sich denn dort kümmern um meinen Buben? Herr Kommerzialrat Kestranek, persönlich. Mario! Diese ewige Unpünktlichkeit, wo steckst du denn die ganze Zeit? Ich habe einen kleinen Autounfall gehabt. Ja, aber das ist doch schon der dritte in diesem Jahr. Mario, du kannst weder chauffieren, noch hast du eine Ahnung vom Geschäft. Es ist kaum was passiert, Felix. Du sollst mich nicht immer vor fremden Leuten Felix nennen, das habe ich dir doch schon 100 Mal gesagt. Immerhin bin ich doch dein Vater. Beim scharfen Bremsen bin ich mit dem Wagen in ein Parfümeriegeschäft gefahren. Ja, aber das ist doch sicher eine Kundschaft von uns. Für das Café aus daneben war die Strecke zu lang, da bin ich Kunde. Herr Bergmann! Na, Bergmann! Unser Fest scheint ja zu gelingen. Ja, das glaube ich, Herr Kommerzialrat. Aber ich halte es nicht für richtig, den Franzl Pöntner gerade bei unserer Jubiläumsfeier einzuführen. Das ist doch die einzige Gelegenheit. Die gesamte Presse ist da. Das muss man ausnützen. Der Bub kann doch den Presseleuten nicht wie ein Wundertier vorgestellt werden. Mein lieber Bergmann, Reklame ist nicht Ihr Ressort. Lass uns das meine Sache sein. Ja, Freund Franzl, was sagen Sie zu dem Theater, was die mit den Autotieren da machen wollen? Ich sage gar nichts. Mir tut es nur leid, dass ich heute Abend hier sein muss und nicht ins philharmonische Konzert gehen kann. Danke. Den Autotief habe ich aufgerissen. Das ist gar nichts. Mein Eifersuchtsmord. Wenn Sie den lesen. Ja, ich lese prinzipiell keine Zeitungen. Ich schaue mir nur die Bilder an. Aber hoffentlich die von der Konkurrenz, denn Ihre kann man sowieso nicht ansehen. Ja. Aber die Autokatastrophe beim Parfümeriegeschäft, direkt durch Schaufenster ist der Kerl gefahren. Fantastisch. Hab schon mehr gelacht. Verzeihen Sie, Herr Doktor, ist der Bub schon da? Keine Ahnung. Also ich bin richtig gespannt, wie der Bub ausschaut. Mir geht es genauso. Wir haben sozusagen Schicksal gespielt und kennen nicht einmal unseren Helden. Der wird Augen machen, wenn er hier hereingeschneit kommt. Das ist eine Schnapsidee von dieser Reklame-Chefin. Eine schreckliche Person.
So etwas wäre Ihnen nie eingefallen. Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich wieder hier. Hallo, Herr Kunze. Franzl, ich glaube, wir gehen wieder. Sie halten die Rede. Welche Rede? Um Gottes Willen, ich habe doch noch nie gesprochen. Ich weiß. Zu Hause dürfen Sie nicht, aber hier müssen Sie. Keine Angst, das ist alles vorbereitet, Sie brauchen es nur abzulesen. Aber ich bitte Sie, liebe Frau... Keine Widerrede, Befehl vom Chef. Einen Moment bitte, nicht so ernst. Bitte, bitte freundlicher. Noch freundlicher. Danke, danke. Was ist denn, Franco, was ist denn? Mich hat jetzt die Renz verschlagen, was? Da kennst du mich nicht mehr? Schau, das ist der Generaldirektor. So, bitte. Grüß dich Gott. Nimm doch meine Platz. Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Kestonik, ich habe die Ehre, Ihnen im Namen der Belegschaft zum 30-jährigen Jubiläum Ihrer Theodolwerke herzlichst zu gratulieren. Jeder von uns kennt Ihr gutes Herz. Dann verdient man sich sein Geld. Siehst, dort einen Seil über den Donaukanal gespannt. Ist er rübergegangen, mit einer langen Stange. Die Leute haben geschaut. War auch ein Arbeitsloser. Kann man den noch sehen? Na. Der hat schon alles überstanden. Der ist schon lange abgestürzt. Das heißt, der hat ohne Netz gearbeitet. Das war ja das Ausgefallene. Dafür haben die Leute zahlt. Die haben nur gewartet, dass er runterfällt und sich erschlagt. Dann ist passiert. Samt seiner Tochter. Aber komm, gehen wir. Zum Naschenmarkt. Dort verdienen wir uns ein Frühstück. Wir sind fertig. So, da hat jeder was. Na, viel ist das aber nicht. Was wollt ihr denn noch für die paar Kisten? Wollen Sie vielleicht noch was zurück? Aber geht. Die will uns ja nur ausnützen. Einen richtigen Markthelfer muss sie viel mehr zahlen. Komm, gehen wir. Weißt, das ist überhaupt keine Arbeit für mich. Ich müsste eine Lehrstelle finden in einer Werkstatt. Dass du mir endlich Ruhe gibst. Ich zeig dir eine. Wirst ja sehen, dass nichts ist. Das muss man erst beweisen. Mein Vater hat das auch immer gesagt. Zwei paar Würstelgledigste bitte. Dein Vater ist ja gescheiter als du. Wirst ja sehen, wie es auf dich warten. Eine Lehrstelle? Das kostet mir einen Locher. Zähne sind schon auch mit bei mir. Von lauter gute Freunde Buben. Und nicht einen einzigen kann ich einstellen. Herr Obermechaniker, kennen Sie mir schon 100 allein? Gerät kein Blödsinn. Ich werde schon was finden. Aber ohne mich? Pass auf, ich sag da was. Das gehen wir jetzt verdoppeln. Komm, gehen wir. Na, so dummelt die schon. Na, gehen wir schon. Nixi. Hey. Pass auf. Bin neugierig. Werden wir sehen. Schon besser. Was sagst du jetzt? Geh, schaut euch den an. Na, lass ihn auch. Bravo, dem Kerl. Ja, danke. Luna! Polizei! Rennt schon, rennt's. Was ist denn los? Renn weg. Ich glaube, es wird jetzt viel Zweck haben. Aber trotzdem, ich werde mit dem Chef reden. Warte ein bisschen. Ja, was fällt denn denn da ein? Der macht ja gerade, dass er bei uns eingestellt wird. Frechheit. Bisschen, ich will nur sagen wollen, dass ich arbeiten will. Na ja, vielleicht heutzutage bald einer. Aber wir können die wirklich nicht brauchen. Muss das schon woanders probieren. Ach, so geht das nicht. Das ist ausgeschlossen. Viel zu viel. Also ich gebe was drum, wenn ich jetzt wüsste, wo der Lauser steckt. Das ist im Augenblick ganz uninteressant. Herr Doktor,
Wenn Sie so weitermachen, bleibt von meinem ganzen schönen Artikel wirklich nichts mehr übrig als der Titel. Der Autodieb aus Leidenschaft. Sie denken immer nur an die Überschriften, an die Aufmachung. Natürlich müssen wir unsere Zeitungen auch verkaufen, sonst meutern die Geldgeber. Aber hier hätten wir endlich einmal die Möglichkeit, an einem packenden Fall das ganze Jugendproblem aufzurollen. Verstehen Sie denn das nicht? Aber Herr Doktor, Sie sind ein viel zu guter Mensch. Die heutige Jugend taugt einfach nicht mehr. Zu meiner Zeit, da war das ganz anders. Auch heute will die Jugend etwas leisten, Frau Nowak. Aber es gibt keine Arbeitsplätze und keine Lehrstellen. Die Jugend begeistert sich für die Technik, aber sie hat keine Möglichkeit, etwas zu lernen. Ich gehe schon. Meinen Artikel schreiben Sie und ich suche inzwischen wieder einmal den Ausreißer. Für Sie, damit Sie neues Material für den nächsten Artikel haben. Suchst du jemanden? Ja, ich suche den Herrn Simmerl, bitte. Den Herrn Simmerl? Ich glaube, der ist da reingegangen. Es ist anzunehmen, dass der 15-jährige Autodieb aus Schöndorf in seiner Angst vor Strafe ziellos durch die Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Wälder irrt und sich irgendwo verborgen hält. Na, das ist gar nicht so. Ich suche den Herrn Simmerl. Und der sucht dich. Ja, Frau Nowak, rufen Sie ihn sofort zurück. Na, komm mal her. Herr Simmerl! Na, du bist mir der Richtige. Schmeißt mir einfach alles über den Haufen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Artikel? Zuerst muss was mit dem Buben geschehen. Sag einmal, was hast du denn gemacht? Hast du einen Hunger? Ja. Da ist. Danke. Na, mich trifft der Schlag. So was? Das ist doch unglaublich. So, wie kommst denn du da her? Ich wollte zu Ihnen, Herr Simmerl. Ach so. Und wo bist du die ganze Zeit gesteckt? Wir haben ein bisschen Wiener geschaut. Wien hat das ja angeschaut, oder? Was machen wir jetzt, Herr Doktor? Ja, das werden Sie schon sehen, Herr Simmerl. Ich werde das in meinem neuen Artikel auseinandersetzen. Spannen Sie ein neues Blatt ein, Frau Nowak. Und Sie rufen inzwischen die Polizei an. Aber Herr Doktor, wir können ihn doch nicht der Polizei ausliefern. Na, dann bringen Sie ihn eben gleich ins Kreisgericht. Da sollte er hinkommen. Nein, ins Kreisgericht morgen nicht. Der Bub gehört nur einmal ordentlich durchkaut. Nein. In meinem Artikel werde ich zeigen, wie eine Zeitung helfend eingreifen kann. Also komm. Da hol dich wieder raus, komm. Fahrst du jetzt mit meinem Auto? Komm. So. Also jetzt warte ein bisschen, Franz. Musst den da drinnen erst präparieren, damit du einen guten Empfang hast. Ja, vielleicht sind's böse auf dich. Du Ausreißer. Also, Löcher machen. Herein. Franzl? Also es ist alles in Ordnung. Du gehst jetzt rein, sagst die Wahrheit und dann kann dir nichts passieren. Komm. Ich hol dich schon wieder raus. Servus. Dankeschön. Herein. Mach's gut. Komm dann her. Also, du bist der Autodieb. 15 Jahre. Ganz schön. Früh begonnen. Bitte, es war nur ein Gebrauchsdiebstahl. Ach, so einer bist du. Du kennst dich ja sehr gut aus. Das war also nicht das erste Mal, das mit dem Auto. Nein. Im Motorrad bin ich auch schon mal weg gewesen. Und da hat dich der Gendarme auch gleich erwischt? Na, gleich nicht. Erst, wenn ich wieder heimgekommen bin. Aha. Also mehrfacher Gesetzesverletzer.
Was sagt denn dein Vater zu solchen Sachen? Und der hat's nicht gern, wenn ich mich mit Fahrzeug abgibt. Das ist klar, wenn noch dazu mit solchen, die nicht reich gehören. Wir haben ja nur 100 Pferd. Und die haben dich wenig interessiert, was? Und das Frühaufstehen, das hat auch nicht gepasst. Aufs Feld gehen, in Weingarten. In Weingarten hat immer die Tonne gehen müssen. Aha. Schlau und arbeitsscheu. Freundner Franz, das genügt mir. Du weißt doch, was jetzt mit dir geschieht. Mhm. Ins Gefängnis kommst du. Wo du hingehörst. Weißt du, warum ich nicht auch kommen kann? Hm. Dann musste ich übrigens noch den Franzl ins Kreisgericht bringen. Du stehst dir vor der Dr. Musil, bei dem dein Bruder war, hat sich sofort seiner angenommen. Um Gottes Willen, der Musil, ja. Wie existiert denn der noch? Musil? Das war doch der Direktor der Besserungsanstalt, der nach dem Skandal dann abgesetzt wurde. Ja, und der ist jetzt Abteilungschef im Kreisgericht. Immer die alte Geschichte. Dort wird einer hinausgeschmissen und da setzt man ihn wieder ein. Warum hast du den Bum nicht zu mir gebracht? Ich hätte ihn bei uns versteckt. Monika, wie stellst du dir das vor? Sie sind doch Jurist. Was kann man für den Buben tun? Ja, man müsste verhindern, dass die Anklage erhoben wird. Sehr richtig. Ich habe auch schon einen Artikel über den Fall geschrieben. Großer Aufmacher, der Autodieb aus Leidenschaft. Na, das wird einschlagen wie eine Bombe. Du machst schon wieder Reklame, wie der Kestranek für seine Zahnpasta. Kestranek? Also, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Sag einmal, spielt dein Alter noch immer so gern den großen Gönner? Ja, natürlich. Ja, Kinder, dann habe ich eine Idee. Schauen Sie sich einmal diesen Artikel an, Herr Kommerzialrat. Wäre das nicht etwas für uns? Was hat denn das mit unserer Produktion zu tun? Der Autodieb aus Leidenschaft? Nicht direkt, aber... Aha, Ihr früheres Berufsinteresse geht Ihnen durch, mein Bester. Ja und nein. Aber ich denke jetzt wirklich auch an die Firma. Wieso? Lesen Sie einmal den letzten Absatz des Artikels. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Herr Direktor, unser Werkstättenleiter Bosch ist für 9 Uhr angesagt. Kann er jetzt hereinkommen? Richtig. Wir gehen dann weiter. Bitte. Lassen Sie ihn hereinkommen. Morgen, Herr Direktor. Morgen. Oh, morgen. Also ich bin informiert, Herr Bosch. Das ist also Ihr Sprössling. Komm mal her. Wirst du auch brav lernen bei deinem Vater, wenn wir dich als Automechaniker-Lehrling aufnehmen? Ja, ganz bestimmt, Herr Direktor. Ist ein braver Bub, Herr Direktor. Der wird sich schon nichts zu Schulden kommen lassen. Geht, Bub? Riech einmal da. Ist das ein Duft? Was? Nach was riecht denn das?